Und hallo. Ha, jetzt habe ich ihn überrascht. Hallo. Hallo. So, was machen wir heute? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ja, sehr gut. Genau das wollte ich erreichen. Wir spielen Spellforce. Der alte Speicherstand, was das, jetzt kann ich mit dir persönlich reden. Der alte Speicherstand war nicht kompatibel. Jo. Das ist ein komplett neues Spiel, was sie quasi entwickelt haben. Muss man sich so vorstellen. Es ist ein neues Spiel. Also wir haben jetzt das praktisch wie bei Divinity, Ja, dass wir jetzt wenn man das das. alte spielen können oder das neue. Ja, man kann jetzt auswählen, möchte man die Legacy Edition spielen, also das ist mit den 1000 Bucks drin. Ich sag das jetzt mal so. Oder. Naja, 1000 ist es nicht. Das Spiel ist ja toll. Oder spielen wir die Reforged Recycled Edition. Ich weiß nicht. Das hat alles R da drin. Das machen sich immer nach. Remastered muss nicht gut sein. Nicht unbedingt. Ich habe mich auch schon gewundert, warum sie es nicht einfach Reforged oder Remastered genannt haben, weil Reforced hört sich sehr komisch an. Ja, reforced, also erzwungen haben sie es. Das Ja, heißt, irgendwie schon. wer ist der Publisher? Die selbst? Keine Ahnung. Alter Schwede. Warte mal, ich habe Updates. Ich habe Steam nicht. Oh shit. Updates? Ja, aber nur Megabyte Größe. Moment, das ist Ach schnell so. gemacht. Day One Patches oder sowas. Ich kam sehr durcheinander, deswegen musst du mir helfen, was jetzt wirklich. Civilization kriegt noch Patch? Ach ja, der Anthology Patch, okay. Wenn Spiel 3000 Jahre alt ist. Also 3000 Jahre, das ist schon eine Leistung. Aber ich finde das schon beachtlich. Das Spiel ist ja, das haben wir 2017 oder so gekauft. Und dass man dafür jetzt einfach mal ein freies Update rausgehauen kriegt, dass das auf demselben Stand wie Fallen God, dem letzten Addon bringt, ist schon gut. Das hat dann schon No Man's Sky Charakter. Wobei das ja sowieso Benchmark ist in Sachen Dings. Ja. Kannst du mir sagen, was das ist für ein Addon? Ich weiß ja nicht, was du. Ach du Scheiße, warte mal eben. Hey, wovon redest du gerade? Erstmal muss ich den Ton leiser machen, weil ich glaube, das Spiel ist nicht eingestellt. Oh, ich hasse das, wenn sich das im Mini. Was? Ach so. Ah, okay, das startet sich so direkt. Gut. Muss ich mal kurz gucken, wo ist der Sound? Ich glaube, so ist in Ordnung, hoffe ich. Wenn das zu laut ist, dann muss man. Kannst du was sagen? Ich kann was sagen, ja. Sehr gut. Das klingt schon ziemlich in Ordnung. Oh, ich habe das wichtigste Aufnahmetool nicht an. Jetzt habe ich es an. So. So. Das ist also ein Troll. Sieht toll aus, ne? Ich kann dir auch gleich zeigen, was ich sehe. Und das hat mich total verwirrt, weil deswegen weiß ich nicht, wo wir sind. Weil offensichtlich haben die Kapitel und Geschichten Namen, die wir spielen. Was im normalen Spellforce nicht der Fall war. So, kannst du mir sagen, was das ist? Also noch sehe ich nichts. Achso, ja, ich muss den Delay abwarten. Ich muss den großen Delay abwarten.
Ich habe ja Fallen Gold installiert. Ach, da steht die. Oh, toll, ich hätte auch raufgehen können mit dem Mauszeiger. Dies ist die Hauptkampagne von Spellforce. Ist ja auch nur das Titelbild, was da abgebildet ist. Ich hab's ja auch geschrieben. Ja, das hast du geschrieben, genau. Und das habe ich nicht so richtig verstanden. Das müsste. Ja, wie fahren wir fort? Also ich habe das Let's Play übrigens noch nicht released. Ne? Also wir sind immer noch bei Divinity, technisch gesehen. Ach so. Also rein theoretisch können wir komplett umdrehen und sagen, hey, wir fangen hier an. Aber das klingt dann sehr komisch, wenn wir dann. Oh, da muss ich ein Video davor schalten. Dass das dann erklärt. Wir könnten ja mit dem Szenario alt anfangen. Das stimmt. Oder sollen wir wirklich links anfangen? Das Tutorial haben wir ja schon theoretisch durch. Ich frage mich, ob die zweite Kampagne halt irgendwelche Spoiler hat. Das ist eine gute Frage. Oder ob das mehr oder weniger egal ist. Ich finde das echt geil, dass da jetzt da steht Trilophysis Koop-Spiel. Mit einem Doppel-S am Ende. Natürlich. Tja. Was meinst du? Sollen wir Burning Blood machen und dann bis zu dem Zeitpunkt spielen, wo wir schon waren? Vielleicht können wir ja dann können wir jetzt einen Doppelcharakter erstellen. Das haben wir noch nicht getestet. Also ja, stimmt. Zu der ersten Frage und zu deiner Vermutung würde ich sagen nein, aber jedenfalls kannst du dann den Charakter erstellen. Och man, dann haben wir ja den tollen Ragnar Lodbrok nicht mehr. Du kannst auch einen machen. Ja genau, ich mach mir meinen eigenen Ragnar und nenne ihn Ragnar. Gut. Ja, was meinst du? Sollen wir die Vorgeschichte machen dann? Also mir ist es relativ egal. Ich bin da eigentlich für alles offen. Könnte aber natürlich auch Spoiler beinhalten. Ne? Das ist. Ja, wie gesagt. Dann machen wir lieber das Normale, würde ich sagen. Das ist am besten. So, kooperativ. Spiel anlegen. Ja. Ich nenne das genauso, wie es ist. Schwierigkeitsgrad machen wir auf Zirkelmagier, ne? Oh. Ich muss hier diesen Account machen, damit ich mit dir online spielen kann. Hast du den Account schon erstellt? Ja, weil ich Spellforce Fallen God gestartet habe. Das heißt, du musst einen Account machen. Wo kann ich denn jetzt den Account erstellen? Das ist eine gute Frage. Klickt und jetzt finde ich es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Wenn du den Publisher meinst. Account erstellen. So, ich mach das mal schnell. Ja, mach das mal. Gut, also wir spielen die. Ich will mal Reforged sagen, ich weiß nicht warum. Wir spielen die neue Version, die am letzten Montag rauskam. Diese Woche. Und ist nicht kompatibel, deswegen spielen wir das in Schnellverfahren durch. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir waren. Und ich guck mal eben, wo wir zuletzt waren. Wir haben das Tutorial-Gebiet ja quasi durch, ne? Wir waren bis nach Farlonsheim gekommen und haben da quasi dann die Questline gestartet letzten Endes und standen vor der Bürgermeisterin, also ziemlich guter Safe-Spot. Zu meinen E-Mails gehen. Das Spiel hat auf jeden Fall sehr positive Bewertungen bekommen.
Jetzt in der kurzen Zeit. Ab Montag. Also insgesamt, falls wer fragt, 73%. Größtenteils positiv. Kann man also nichts verkehrt machen mit dem Spiel. Was ich Okay. gesehen habe, ist, dass Fallen God doch offensichtlich schlecht abgeschnitten haben soll. Ich fand es eigentlich eher lustig. Aber das ist dann schon mehr rollenspiellastig. Ich will mal was gucken, das müsst ihr nicht sehen. Deswegen gehen wir mal eben hier hin. Oh nein, wir haben noch 11 Sekunden. Warum kann ich den nicht sehen? Weiß ich nicht, weil ich es auf privat gestellt habe. Sonst hätte ich hier schon wieder Leute drin. Ich habe Das macht Sinn. dir eine Einladung geschickt über Steam. Ja, ich Ah, bin sehr da. schön. Ah, und da ist auch schon so ein. Ich finde es immer herrlich, dass dieser Scene-Wechsler nicht richtig funktioniert. Immer bei dieser einen Hauptspiel, als wenn er da irgendwie zu viel lädt. Ich muss mir das mal anschauen. Hier kann man auch Helden auswählen anscheinend. Naja, wollen wir mal gucken, was rauskommt? Ja, ne? Soll ich das Gucken wir mal. einfach jetzt mal aufnehmen und Sachen schon erklären? Ja, warum Können nicht, ne? wir machen, ne? Kann man das ja schon direkt erklären. Würde ich sagen, ja. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spellforce 3. Diesmal die Reforged, Reforged, Recycled Variante. Ich muss das jetzt so sagen, das klingt einfach toll. Anstatt Remaster zu nennen. Egal. So. Shadow ist auch dabei. Hallo. Und warum wir nicht in Fallonsheim stehen, ist, weil das Spiel jetzt. Der alte Spielstand ist nicht kompatibel mit dem. Mit der Version hier. Deswegen müssen wir einen neuen Spiel starten. Und wir gucken einfach mal, was passiert. Vielleicht können wir uns zwei neue Helden erstellen. Und Ihr gucken wir mal. seid General Sentenza Noria, der Kommandant der Wolfsgarde. Sprechen Sie auf jeden Fall gleich. Gerüchten zufolge hat eine Gruppe von Rebellen sich in einem verlassenen Ich Schloss in der überspringe das, ne, wenn Wildnis das in Ordnung ist. Iskandas verschanzt und schmiedet von dort Ja, aus können wir ja Pläne, schon die sein, dass Krone es zu Ingram ist. stürzen. Ihr Anführer. Ich überspringe möglichst viel, von daher. Das Spiel soll eine bessere Koop-Version haben. Das heißt, viele kleine Verbesserungen, auch Grafik soll, glaube ich, besser geworden sein. Es stimmt, Herr. Die Rebellen scheinen hier Stellung bezogen zu haben. Gut. Was ist mit dem Außenposten? Der ist Oh ja, errichtet ist das und auf wartet auf Englisch? euren Befehl. Der neue Jo. Gefreiter. Sehr schön. Ja, er hat momentan das Kommando. Im Gut. Moment springt's Ich noch habe nicht. es schon einmal gesagt, aber dennoch, diese Mission ist wichtig. Behaltet das im Hinterkopf. Ist es nicht bei Der mir springen? Anführer dieser Rebellen, Isamu Taha, ist mehr als nur ein gewöhnlicher Gesetzesbrecher. Stimmt, Er ist springt ein es bei dir? Verräter, ein Nö, Magier ist es auch und nicht. ein Mörder. Aber diese hier haben ja auch Wir sonst immer von bei der mir gesprochen. Wolfsgarde sind das Beste, was Ja, die Krone zu enttäuscht man bieten ihn hier hat. Und die langsamer. Königin vertraut uns. Also, enttäuschen wir sie nicht. Los jetzt, zum Außenposten. Gott, jetzt müssen wir das alles nochmal machen, ne? Achso, ja, das können wir schon. Koop-Modus kontrolliert ein Spieler den Haupthelden der Geschichte, während andere Spieler die Kontrolle über den anderen Helden übernehmen. Das ist neu. Ich habe jetzt Gwen. Warte mal. Alle Spieler haben volle Kontrolle über die Charaktere, seine Ausrüstung und ihre Entwicklung. Darüber hinaus können alle Spieler ihre Kontrolle über die RTS-Rechte ändern. Öffnet links das Statistikmenü in der oberen rechten Ecke und wechselt zwischen Helden kontrollieren. Armeeproduktion kontrollieren. Blablabla. Nur der Spieler, der die Haupthelden kontrolliert, kann aktiv Dialogen teilnehmen. Die anderen Spieler können ihnen jedoch zuhören. Alle Helden werden Weiterentwicklungen der Geschichte kommentieren. Die Kontrolle über Helden kann unter den Spielern jederzeit getauscht werden. Öffnet das Inventar und wählt links die Schaltfläche für Kontrolle übertragen in der unteren rechten Ecke. Viel Spaß auf euren Abenteuern. Das ist neu. Das war beim letzten Mal nicht so, ne?
Nee, das ist ziemlich cool. Ich habe das ja alles vorgelesen. Ich weiß, dass man Rechte verteilen kann, dass es schon sehr verbessert worden zu haben. Das ist interessant. Helden kontrollieren. Das ist gehabt. Die Kamera. Ja. Ist immer noch die Pfeiltaste. Oder die Maus in den Ecken verbinden. Ihr habt Beute gefunden. Rechtsklick drauf. Aber jetzt hast du ja meine Charaktere. Ja, du hast mir die Kontrolle gegeben. Würde die Kontrolle auch Das entziehen. könnte nützlich sein. Was? Sieht nicht so aus. Scheint so. Mein Inventar ist gesperrt. Alter, ich habe nicht mal mehr Inventar. Ich habe nicht mal mehr Inventareinsicht. Jetzt habe ich Inventar. Krass, Ja, ich habe dir ja den das ist ja ein General mal Ding. gegeben. Geil, wenn das heißt, ich kann dir. Wölfe, macht euch bereit! Das ist ja nett. Los jetzt. So, wie los? Tollwütig. Reizend. Wolfsfell. Ob hab ich denn. Du hast eine Kriegsaxt eingesammelt oder so, oder Reißzähne, ne? Fell. Ja, gut, das konnte ich glaube ich auch sehen. Bleiben wir auf der Hut. Okay, gut. Das sieht schon grafisch besser aus irgendwie. Lass mich mal eben die Anzeige einstellen. Kann man ja mal machen, wenn dann während das Spiel läuft. Okay. Sieht schon ein bisschen gepolischter aus, ne? So als wenn mehr Details da sind. Weil ich meine, dieser Gries, der links rüber kam, war im letzten Spiel nicht dabei, ne? Bewegung. Wir haben jetzt eine ganz Jetzt gute. überfragt. Los. Na gut, lass uns nicht zu lange. Ist das der Außenposten? General Noria, es ist mir eine Ehre. Gefreiter Capell, wie ist die Lage? Schwer zu sagen, Herr. Wir haben zwei der Rebellen dingfest machen Oh, das können, sind aber jetzt Nummern, nichts die aus man ihnen drücken kann. herausbekommen. Diese beiden Rebellen, die ihr gefangen genommen habt, wurden. Tot? Ja, Selbstmord. Feig, ihr habt von Problemen im Widerstand gesprochen. Probleme. Ja, wie gesagt, das Tat. Dann. Nein, Herr. Gut. Gute Arbeit. Oh, ich. Danke, Herr. Dann lasst. Verstanden. Männer, hierher! Ja, ihr! Für alle, die es nicht wissen, das hier ist General Centenza Noria, Kommandant der Wolfsgarde. Er hat von nun an das Sagen. Verstanden? Jawohl! General. Zuallererst sollten wir. Hallo? Rebellen! Wir werden angegriffen! Verdammt noch eins. Bleibt zusammen. Wir werden Ihnen zeigen, was es heißt, sich mit der Krone anzulegen. Gut, bisher tatsächlich keine Springer. Also ich glaube, das schade, das Dialogsystem haben sie, glaube ich, verbessert. Für die Königin! Okay, ich werde die Aufnahme jetzt. Reicht das schon für den Überblick oder wollt ihr noch ein bisschen mehr von dem Tutorial sehen? Ihr wollt das nicht mehr sehen, ne? Schaltet sie aus! Wir wollen in Fallonsheim sein. Lächerlich. Kurz und schmerzlos. Was meinst du, Mario? Soll ich jetzt abbrechen? Das dürften alle gewesen sein. Gwen, alles in Nix. Ordnung? Ich weiß mich zu verteidigen, Brüderchen. Aber danke der Nachfrage. Ruhe. Wir haben diesen Angriff abgewehrt, aber wir können nicht ausschließen, dass weitere Ich glaube, der folgen Stream werden. Läuft relativ länger. Zuerst stocken wir unsere Vorräte auf. Dann errichten wir eine Baracke, um unsere Soldaten zu bewaffnen. Los jetzt. Basis Capell, bemannt die Jagdhütte und seht nach, ob wir irgendwelche Holzfäller unter den Arbeitern haben. Wir brauchen Holz. Was braucht ihr? Gut. Da ist auch mehr Zeug hier unten rechts. Das sieht ja mal komplett anders aus. Jetzt ist plötzlich das Wirtschaftssystem hier unten rechts sozusagen.
zu sehen. Achso, und das Baumenü kann man hoch und zuklappen. Okay. Kann man pingen? Ja, das sollte klappen. Nee. Wie hast du das gemacht? Achso, das war ich, ne? Gut. Ich weiß jetzt nicht mehr, wovon du redest. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns das Spiel mal kurz an. Und sehen uns dann in Fallonsheim. Und das kann erstmal nämlich eine Weile dauern, bis wir da sind. Gut. Ja. Viel weiter klicken. Ja, und dann habe ich auch, ich habe auch nicht so viel Speicherplatz auf der Festplatte, dass ich jetzt durch aufnehmen kann. Und kein Mensch möchte jetzt sehen, wie wir bis Fallonsheim spielen. Auch wenn das jetzt Neuerungen gibt. Was? Macht's kurz. Du hast Amsel und Gwen, ne? Mhm. Bau deine Kaserne. Kann man das Spiel irgendwie beschleunigen? Nee, kann man nicht. Ich bin bereit. Das wird ein Meister. Was? Wir wissen, Bertram und Sentenza sind ja nicht mehr unter uns hinterher. Bemannen wir sie. Je schneller wir unsere Soldaten bewaffnet bekommen, desto besser. Deswegen sollst du das jetzt haben. Bitteschön. Dankeschön. So, 4 Infrantisten und Armbrustschützen. Die hießen doch auch Rekruten und Brander, ne? Brandstifter. Brandstifter, genau. Das waren die Armbrustschützen. Jetzt sind es plötzlich Armbrustschützen. Unser Essen wird knapp. Nee, wir das sind, glaube ich, nochmal andere. Oder? Na dann, los geht's. Die haben anscheinend die Einheit noch überarbeitet. Ja, stärker und schwächer gemacht, ne? Ja, nee, auch andere Typen, also. Man kann jetzt halt schon sofort Kavallerie bauen, also die Scouts hier. Ja, die haben das halt komplett überarbeitet, das Setting. Das ist jetzt viel mehr sinnvoll, und Gott war es ja auch so ähnlich wie jetzt hier. Da so oben dieses Charaktermenü, dann hast du rechts unten dieses Wirtschaftsmenü da. Links die Karte. Das ist da ja identisch gewesen. Jetzt finde ich, also find ich das doch ganz gut, dass man dann halt ein Setting hat und dann braucht man sich nicht umgewöhnen und kann quasi das gesamte Let's Play durchspielen. Oder das ganze Spiel durchspielen bis zum Ende. Ja. Ich habe die Kaserne auch mitten in den Weg gestellt, ne? Gute Idee. Wohin? Hab ich Speere gebaut? Ne. Los jetzt. Alter, man kann richtig reinzoomen. Der Grauen ist da. Hallo. Falls wer sehen möchte, wie das aussah zu Original-Zeiten. Kann ich euch gleich mal was zeigen.
So, du kannst die Quest weiter voranbringen. Ja, warte mal, ich wollte mal zeigen, wie das alte aussah. Zu dem Zeitpunkt. Okay. So sah das aus. Also man hier rechts unten quasi so ein kleines Baumenü, hier oben war dann das ganze, ja, Wirtschaftszeug, dann hast du hier die Helden gehabt, samt Zeug. Das hat alles ziemlich, ja, jetzt im Vergleich zu hier, also ist das natürlich ein deutlicher Unterschied. Das ist definitiv besser. Oh no, it's a crash. Die Anweisung in 0xp verweist auf Arbeitsspeicher bei 0xp. Der Vorgang S konnte im Arbeitsspeicher nicht durchgeführt werden. Save Dampffalltor. Spellforce ist abgestürzt. Kein Wunder, bei mir laufen die auf der Stelle. Dampffall uploaded. Thanks for your commitment. Tja. Ich habe kein THQ Nordic Login. Tja. okay. Super. Bist du jetzt weg oder nicht? Ja, ja, das Spiel ist tot. Ach, ich bin jetzt der neue Host. Ah, okay. Ich konnte auch nicht mal speichern, das war das Problem. Connecting to host lost. Migrating. We are becoming the new host. Connecting to RecNet, bla bla bla. Migrating game. Server. Creating game session on migrant server. Ja, krass, ich bin jetzt der neue Server hier. Einfach so. Und aus irgendwelchen Gründen hat er auch komplett das. Der hat die Szene auch fallen lassen, das funktioniert einfach gar nicht mehr. Ist ja ganz, ganz kurios. Das läuft nicht. Spiele, die gerade rauskommen, ey. Deswegen let's play ich sie nicht direkt. Oder nur ungern. Die haben immer irgendwie noch einen Fehler. Ach, die scheiß automatische Erkennung ist noch ganz oben, ey. Oh. Ich hasse XSplit. Mach die Scheiße fertig, ey. Gib mir einen Button, damit ich das Ganze nach unten schieben kann mit einem Schlag. Ich habe das schließlich auch gekauft. Aber eben, das dauert eine Weile. Ich muss ganz nach unten. Hä, hey, hab ich das zweimal drin? Lol. Okay. Klick, 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 klick. So, am besten gleich direkt sperren, so. Och. Weiß auch nicht mal, ob er das. Er hat einen Speicherstand gemacht. Kurz bevor ich. Bevor der Stream. Hier das Spiel abgestürzt ist. Okay.
heißt, ich muss hier gar nicht weiterspielen. Nö, theoretisch nicht. Hä? Das Tor ist verschlossen. Ich komme nicht in die Steam-Lobby her. Moment. Oh, ist das so ein Umstand? Jetzt muss ich aufpassen, dass ich Mark nicht aus Versehen einlade. Er ist nämlich auch online. Zwischen all meinen Listen. Hast bekommen, ne? Ja, muss bekommen haben. Er spielt Zero K, okay. Ja, er hat anscheinend Bock drauf. Er trainiert für Sonntag, um gegen dich zu bestehen. So, da spielen wir wahrscheinlich was anderes. Achso. Okay, warte mal, da muss ich vielleicht einfach quit to... So. Ich muss nochmal anlegen. Ich glaube, der macht dann auf beide Seiten Autosaves wahrscheinlich. Kannst du nochmal einladen? Wieso kannst du nicht die bestehende Lobby einnehmen? Was? Kannst du nicht die bestehende Lobby einnehmen? Ich hab's ausprobiert, während ich gespielt habe, und das hat nicht funktioniert. Also man muss im Hauptmenü sein, damit das geht. Leute, ihr guckt jetzt nicht Assassin's Creed, ne? Das ist nämlich gerade online gegangen. Und auch nicht Divinity. Ihr guckt jetzt hierzu. Ja. Ich dachte schon, du meinst den Film. Ja, genau, der. Ich glaube, da kann man nicht mehr dran. Da kann man sich streiten, glaube ich, ob der gut ist. Ich finde ihn okay, aber er nimmt nicht gerade das Spiel zum Vorbild. Und wenn ich mich nicht irre, ist da ein offenes Ende. So, so ist gut, ne? Ja, mal gucken, vielleicht geht das ja jetzt. Vielleicht war es einfach nur ein Ausrutscher, weil ich hin und her geswitcht bin, dass er abgestürzt ist. Du darfst auch gerne auf Bereit klicken. Je schneller wir durch das Tutorial kommen, desto besser. Ihr seid General Sentenza Noria. Nee, Marius, General Sentenza Noria. Gerüchten zufolge hat eine Gruppe von Rebellen sich in einem verlassenen Schloss in der Wildnis Iskandas verschanzt. Und Schmiede. Kommandant? Alles klar, dann mal los. Haben die an meinem... Ja? Geil, weil die in Helm sind, haben die Sounds plötzlich so einen In-Helm-Sound quasi. Kann ich das machen? General, ich würde davon abraten, den Arbeitern direkt Befehle zu erteilen. Sagt einfach dem Aufseher, wenn ihr etwas gebaut haben oder ein Gebäude bemannt haben wollt. Zu Befehl. Wir brauchen mehr Fleisch. Eidelili, wir können nicht segeln, es fehlt uns an Holz oder so ähnlich. Kennt das noch wer? Nee, ne? Ganz alt. Ja? Hm? Kommandant? Zu Befehl. Hm? Ja? Hm? Kommandant? Zu Befehl. Was? Etwas gesagt? Habt ihr etwas gesagt? Hm. Ja? Muss ich dir jetzt für die Kontrolle über den Tensor geben, damit du mit dem reden kannst? Ja, ich habe über Sentenza habe ich gar keine Kontrolle gerade. Probier du mal ihn anzusprechen. Ja. Ja, kann ich auch, aber. Mach mal. Kapell, diese Festung, die ihr erwähnt habt, das alte Schloss der Vastels. Ja, Herr. Gut, dann los. Okay, du hattest die Kontrolle, nicht ich. Beenden. Beenden. Questbelohnung.
Wir können das dann wirklich so machen, dass wir zwei, hier können wir wirklich sagen, okay, ich nehme den und den und du nimmst den anderen. Und wir können uns den nicht wegnehmen. Ja. Schon mal nicht schlecht. Ja. Gutes System. Beim anderen konntest du nämlich immer die Helden auch wegnehmen, wenn du den Fokus nicht auf die hattest. So werden wir quasi zeitgleich ins Koop-Spiel eingegliedert. Ein Kinderspiel. Los! Ist ein Kinderspiel. Huch, siehst du das auch, dieses riesige Haus, ja, was ich plötzlich hier in der Mitte habe? Was haben diese Lande eigentlich für eine Geschichte? Was ist hier passiert? Schade. Ist euch Haus Vastel ein Begriff? Ein Vasall von Haus Iskander. Hammond, der Patriarch des Hauses, und seine Frau sind vor ein paar hundert Jahren dem roten Fieber erlegen und hatten keine Erben. Interessant. Mann, ich muss mit der Hand ganz weit rüber. Scheiße, sie haben die Barriere durchbrochen. Zu den Waffen! Einer deiner Helden stirbt nicht. Einer deiner Helden stirbt jetzt. Alter, was ist das denn für ein Schlechter da hinten? Hüter. 1700 Leben. Der sieht ja mal brutal aus. Wer denn? Den du gerade getötet hast. Den Reiter? Ja. Guck mal, alle vier haben jetzt gerade Föderationssymbole gekriegt. Ja, ein Level up. Nein, sie haben Sentenza erschossen. Tja. So, wie kriegen wir den jetzt wieder? Oh nein, sie haben den Sentenza getötet. Kannst du mal Amsel davon abhalten? Da, jetzt kann man ihn aufhelfen hier. Indem du auf seinen Nacken stehst. Das hilft. Das mag keiner gerne. Wo ist eigentlich meine Verstärkung? Die läuft gerade tatsächlich den Weg zurück. Gwen ist tatsächlich jetzt auf dem Weg nach Hause. Die hat dich verlassen. Die läuft gerade weg. Sie haben einen unserer Helden getötet. Einer deiner Haupthelden ist nämlich, und zwar die Healerin, ist gerade weggerannt. Ich habe keine konnte die nicht zurückholen, weil ich keine Kontrolle über Helden habe. Gute Frage. Ich meine, ich Soldaten. Die Helden sind fast allein. Ja, die Soldaten waren halt tot. Finden wir sie. Aber die hat dich ja komplett allein gelassen. Brauchst du ein paar Leute? Ja, wie gesagt, wo ist meine Verstärkung? Ja, es sind doch genug. Ich weiß nicht, was du hast. Es sind nicht genug. Viel zu wenig. Ja gut, ich baue dir was. Ach so. Okay, die stehen hier alle. Ich schick dir mal alle. Stimmt, deine gesamte Verstärkung ist jetzt auf dem Weg. Die war noch in der Basis. Das ist cool. Die Healer rennt einfach weg. Die Verstärkung ist noch in der Basis. Das ist der Hammer.
Kannst da stehen bleiben, gucken, kannst ja gleich mal rechts unten gucken, die kommen gleich den Berg hoch. Es dauert erstmal so eine halbe Stunde, bis sie da sind. Wie die Lemminge. Guck mal, da kommen sie. Und die scheuchen sogar was zu essen mit. Siehst du, da kommt 20 Fleisch hinterher. Warum habe ich nicht im Wirtschaftsmodus an? Ah, so kann man den ausschalten, gut. Hier kommt eine glorreiche Verstärkung. Items und Co. ist ja total unwichtig, das interessiert uns im Prolog tatsächlich überhaupt nicht mehr. Das muss es sein. Was? Wenn wir mit einer... Sind wir da nicht in das Bezirk? Korrekt. Das hat... Elmond Bastel. Das hat Elmond Bastel. Und seiner Frau wurde stets nachgesagt, Exzentriker zu sein. Als Artefakten... Das kommt ja mir gar nicht mit, so ein Scheiß. Habt ihr das gehört? Auf. Was auch immer es ist, es spielt uns in die Hände. Sie werden uns nicht kommen hören. Oh, die Untoten sehen ja noch eher wie Untoten aus, als sie Untote! Vorher wie Untoten aussahen. Schadensarten und Resistenzen hatten wir, ne? Begin Fight. Ah, warte mal. Starkresistenz. Okay, da gibt es so verschiedene Resistenzen und die sind untot und so. Okay, das ist auch neu. Statuseffekte. Oh. Auch selbsterklärend, denke ich. Kann man alles in Glossar nachgucken. Zeig mir, wo ihr von ihnen. Das ist ja geil. Im Glossar hört man sogar den Anklick-Sound von denen. Aber das grafisch ist es doch ein deutlicher Unterschied als zu früher. Herr, denkt ihr, das ist Tahars Werk? Nekromantie? Viel mehr Schattierung und alles. Er ist Schwarzmagier und hier unten gibt es eine Menge nützliches. Hört ihr das? Die Stimmen werden lauter. Sie müssen weiter unten in den Höhlen. Was war das? Verdammt! Eindringlinge! Öffnet das Portal und tötet den Rest! Der hat in der Maske gesprochen. Ja, das haben wir auch voll gehört in dem Echo. Egal, tötet es einfach. Das blutet übrigens. Tötet es, verdammt! Tahar darf nicht entkommen! Haltet sie auf! Doch Gwen wollte gerade was sagen und... Sintenza schreit ihr einfach mitten rein. Ja. Die Schätze von Eo. Explore the Burial Caverns. Also es ist anscheinend nicht ganz in Deutsch hier. Da fehlen noch ein paar Übersetzungen. Was zum? Haltet ihn auf! Renn! Renn! Nein! Das. Ist erst der Anfang. Der Sprecher von Divinity. This is only the beginning. Anselm. Herr? Hol einen Heiler, deine Schwester braucht Hilfe. Sie ist tot, ja. Dann hol einen Magier. Vielleicht kann er herausfinden, wohin das Portal geführt hat. Wir... General? Was? Ich glaube, der hier lebt noch. Tahar wollte ihn hinrichten lassen.
Großartig. Ein verräterischer Verräter. Nehmt den Sack von seinem Kopf. Ich will Erklärungen. 8 Jahre sind vergangen. Nachdem ihr euch eurem Vater Isamu Taha widersetztet, wollte er ein Exempel. Ja. Jetzt kannst du. Ja, jetzt. Ich kann nur zugucken, glaube ich. Ja, jetzt kann ich tatsächlich auswählen, ja. Ja, ist doch gut. Wir wollen den Ragnar machen, ne? Also nennen wir ihn doch direkt auch schon mal so. Ich hätte schwarze Magie, weiße Magie und Elementar gemacht, also er war reiner Zauberer. Das Leerzeichen geht nicht. So? Ne, nennen wir ihn einfach nur Ragnar, passt. Was hattest du gehabt? Wie gesagt, einfach nur die Zaubersachen. Aber also wir kriegen. Ja, gut, wir kriegen aber ja auch Zauberer, ne? Wir kriegen alles. So, von daher. Das ist ein Magier. Okay. Also, was du willst, ne? Du kannst natürlich auch einen Wikinger machen. Dann passt der Name auch besser. Mhm. Ich hol mir kurz was zu trinken. Das wäre ja ein Soldat theoretisch, ne? Können ja auch. Was meint ihr? Sollen wir den gleichen Charaktertyp behalten? Boah, eigentlich ist er ja nicht schlecht, ne? Er hat ja seine Minions und so. Der kann Mario den weiter steuern. So hatten wir es ja abgemacht. Also das Gute ist halt, wie du sagst, dass man Minions machen kann und der hat halt so einen Flächenzauber, der die Gegner schwächt, ne? Ja, deswegen Magier hast du gehabt, ne? Also das ist alles in der schwarzen Magie. Ich habe auch nichts anderes geskillt. Okay, das heißt, du hast nur schwarze Magie geskillt. Genau, also vielleicht würde das Sinn machen, dass man schwarze Magie und dann irgendwie Disziplin oder so, dass man halt irgendwie... Was hattest du links und rechts? Elementarismus oder hattest du auch Brutalität und Schießkunst nicht, ne? Nee, ich hatte nur die 3 Zaubersachen. Okay, also die 3, die da schon stehen. Ja, Elementarismus, weiße und schwarze Magie. Ja. Okay. Achso, und Anführerschaft und so weiter, das ist einfach so. Ich finde das geil, anstatt dass sie Bart schreiben, Gesichtsbehaarung. Vielleicht auch Nasenhaare. Er sah auch so ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann. Du hattest aber weiße Haare, ne? Nicht, aber er war blond. Aber kannst du ja ändern. Mach ihn zum Weihnachtsmann. Nee, ich. Was hat er ja. Aber ich dachte mir halt, 8 Jahre, das wäre ein bisschen krass, weil. Wie alt muss denn sein Vater sein, also? Mhm. Nehmen wir mal so. Ja, das passt doch, ne? Die Statur ist auf jeden Fall schon mal sehr Er ist der perfekte Zauberer. Ja. Total auf Stärke. Stärke hat er eigentlich nur einen. Wie hast du ihn geskillt? Ja, weil er ist ja schon richtig geskillt. Wie der voll die Muckis hat, aber er kann eigentlich nicht zuschlagen. Aber ich glaube, so habe ich ihn auch gehabt. Dann habe ich, glaube ich, irgendwie einen Punkt mehr in Konstitution getan, als er gelevelt ist, damit er nicht so schnell umkippt.
Achso, und dann meinst du von Intelligenz oder Willenskraft runter, ne? Nee, also später. Achso. Gut, dann lassen wir das so. Nur haben wir den Namen jetzt eigentlich geändert. Tja, das kennen wir ja auch schon. Ich weiß nicht, vielleicht ist das Intro noch etwas anders. Wiege der menschlichen Zivilisation. Krieg ist unser Gefährte. Seit Jahrtausenden tritt er an unserer Seite. Kommt und geht mit der Gleichgültigkeit der Gezeiten. Der Jüngste entwuchs einer Rebellion. Aus unbekannten Gründen versammelte ein Magier namens Isamu Taha den Adel unter seinem Banner. Mit dem Ziel, die Krone zu Fall zu bringen. Seine Magie brachte Vernichtung. Arkane Feuer brannten Städte zu Asche. Abscheulichkeiten wüteten auf den Schlachtfeldern. Unheilige Nächte rissen Männer und Frauen in Fetzen. Nur durch ein Opfer gelang unserer Königin das Unmögliche, das Gemetzel zu beenden. Krieg war Geschichte. Die Krone hatte gesiegt und Magie wurde verboten. Und einmal mehr glauben die Menschen, ihr Leiden hätte endlich ein Ende gefunden. Sie hoffen. Sie träumen. Oh nein, Shadowlight! Doch die Gezeiten wären ewig. Könnte auch gut zu Diablo passen, die Story. Ich hoffe ja, dass ich dann doch noch einen Charakter bauen kann. Die Kasernen. Durch ihre Räume schießen Erinnerungen wie Glühwürmchen durch die neblige Luft eines vergessenen Sumpfes. Während ein paar davon angenehm sind... Hey Taha, wach auf! Was ist denn los mit dir? Wir sehen nichts. Nehmen wir jetzt das Spiel abstürzt, das wäre lustig. Ah, jetzt tut sie was. Wahrscheinlich habe ich jetzt Steuerungsnotwendigkeit, ne? Wo bin ich? Ernsthaft? Wonach sieht es denn aus? Die Grauschanzer Kaserne? Gut beobachtet. Du hast gebrüllt, als wir... Ach, es war wieder dieser Traum, oder? Ja. Tja, hör her, Taha. Ich weiß, dass ich es schon tausendmal gesagt habe, aber... Ich weiß, Bertrand. Dafür bin ich da. Zumindest werden die neuen Gesetze verhindern. Magie ist gefährlich. Und genau dafür sind die neuen Gesetze da. Hat er gerade zweimal das Gleiche gesagt? Haben sich nicht an sie gehalten, obwohl sie wussten, was ihnen blüht. Von den Kriegsverbrechern ganz zu schweigen. Bertrand, mich... Gut. Und ich? Korporal Taha! Was gibt's? Lordmarsch zur Halle der Verzeihung. Gern, danke. Ja, also... Das war der Plan. So, ich übergebe dir Ragnar Lodbrok. Bitteschön. Dankeschön. Und er zieht eine Rüstung an. Zack. Fertig? Dann los. Schade, dass es so eine Verfolgerschicht nicht gibt. Ja? Ich nehme Bertrand. Ich darf ihn gar nicht benutzen. Ich bin bereit. Was braucht ihr? Nee, ich hab ihn. Ich kann ihn dir aber geben, wenn du willst. So, jetzt gehört er dir. Befehle? Den kannst du später wieder benutzen. Achso, ich kann ja noch leveln. Schwupp. Verstanden.
ich weiß nicht, wo ich hin soll. Mir nach. Das Mi ist erstmal interessant. Ich weiß nämlich nicht, wo. Mal sehen. Ich konnte nicht auf Bestätigen klicken. Derart viel Ehrfurcht, ist Graufurt und ihre Schanze, der Wohnsitz der Krone tun. Sie wurde auf hibernischen Ruinen errichtet, welche einst den Königsberg krönten. Ihre Mauern und... Endlich frische Luft. Kommt, Aha, auf zum Grauen Turm. Ist das Grauen schon wieder? Warte mal, Bertrand kann plötzlich leveln. Ja. Wo bleibt denn das Level ab her? Alter, das war ja ganz knapp. Möge das Licht sich eurer erbarmen. Das war's. Keine Magie mehr für dich, Schänderin. Ich kann immer noch nicht... Waren Sie. Ich kann... Waren Sie. Wer war... Keiner bei allem... Ich kann immer noch nicht waren Sie. Ich kann immer noch nicht waren Sie. Sicher. Du bist voll durch die Blumen gelaufen. Die haben sich sogar bewegt, als du das getan hast. Sehr wohl. Ich bin heute auch durch Blumen gelaufen. Sehr wohl. Im Winter? Ja. Verstanden. Sehr wohl. Sag mal, Taha, bilde ich mir das ein oder hat der General sich verändert? Sag mal, Taha, bilde ich mir das ein oder was, bist du 1000 Jahre vor mir? Naja, als ich mich der Wolfsgarde angeschlossen habe, war er irgendwie anders. Unterhalten uns über die ganze Stadt. Ich hab doch keine Ahnung, wovon Sie reden. Nicht. Sabataha, ich kann dich nicht mehr hören. Wo bist du? Stimmt, haben sie nicht. Aber unsere Meinung will ja trotzdem keiner hören. Weder die Priester, noch die königlichen Berater, noch... Wir machen das jetzt mit den Zwischenquests. Ignorieren? Ignorieren würde ich sagen, ne? Das hat ja keinen Einfluss. Naja, XP-Einfluss vielleicht noch. Ich glaube nicht. Ich habe hier schon den Weg vergessen. Hier liegt irgendwas. Oh, gut. Zwei Heiltränke. Nimm mal mit. Kann man immer gebrauchen. Inmitten der Schanze ragt wie ein Steinriese, der es mit dem Himmel aufnehmen möchte, der graue Turm in die Höhe. Obgleich er nicht der höchste aller Türme... Da wären wir. Auf zur Halle des Krieges. Yep. Was brauchst du? Sag mal, Taha, kann ich dich was fragen? Was? All das hier. Die Armee, die Wolfsgarde, dein Dienst für die Krone. Es... Ich weiß nicht. Erfüllt es dich eigentlich? Was genau meinst du? Es ist nur, dann mal los. Bereit? Es ist so. Nervös? Nein, ich... Na, vergiss es. Ha, ich war der Erste. Verdammt. ...wird nicht nur der größte Teil der politischen Entscheidungen Northanders getroffen, sondern sie ist auch der Ort, an dem man Boten und die... Wir wollen nach Farlonsheim, falls wer fragt. Es dauert eine Weile, bis wir da sind. Sehr wohl. Natürlich. Sehr wohl. Verstanden? Ich sagte wegtreten. Aber alles, was wir brauchen, ist mehr Zeit. Glaubt mir, wir stehen kurz davor, ein Handmittel zu finden. Aber das ist ein Golfball. Er muss auf dem Pin... Und was habt ihr erreicht? Wer ist das Ding?
Während wir sprechen, sterben auf den Tee legen. Und wenn wir diese Seuche wegtreten, in den Griff bekommen, könnte Graufurt als nächstes kommen. It's tea time. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Sobald wir ein Heilmittel gefunden haben, werden wir es verwenden. Aber momentan ist das der einzige Weg. Ich verstehe. Vergebt mir mein Versagen. Wegtreten. Taha, hierher. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Natürlich. Und ich schieb dich einfach hin und her. Verstanden. Lord Marschall Arandir? Richtig. Ja, was war... Dann hat... Der Blut seit fast... Das Problem ist, dass wir noch... Absurd, er versucht keinerlei... Das Blut... Tja. Ja. Nun, manch... Aus dem... Naja. Einig... Hier... Ein Flug... Kurz gesagt, wir müssen ein... Wir werden also zusammen mit einer kleinen... Warum? Was ist das für eine Frage? Du verstehst... Das werden wir sehen. Wenn... Noch einmal. Wir... Bei den Spähern hat er... Morgen gibt es... Nein. Zu Befehl. Morgen gibt es... Nein. Zu Befehl. Ja. Verstanden. Wollen wir doch mal sehen. Interessant. Wollen wir doch mal sehen. Mist, Bertrand hing irgendwo fest. Natürlich. Seid ihr Alberto kommt? Korporal. Und natürlich. Nein, hab Dank. Sehr wohl. Du musst Blutbrandgebräu trinken. Ach, ich muss auch noch trinken, das ist ja gemein. Du musst rechtsklicken drauf, dann knallst du ins Ding rein. Ich wollte mir das eigentlich aufsparen. Das hatten wir nicht gehabt, so, ne? Für schwere Zeiten. Das hatten wir aber auch nicht machen müssen, oder? Nee, ich glaube, das haben die automatisch getrunken, aber bin jetzt auch nicht ganz sicher. Ich meine nichts rechts geklickt zu haben, aber ich weiß, das hattest du hier gesteuert. Nein, das sind Feuerbälle, denen ihr ausweicht. Gott, keine Wattebäusche. Bloß weg hier, das möchte ich nie mehr hören. Lauft bis nach Farlonsheim. Lauf, ja. Forest, lauf. Geradewegs nach Novigrad. Ah, ne, falsches Spiel. Das kannst du überall einsetzen. Verstanden. Natürlich. Da seid ihr ja. Bereit? Noch. Dann beeilt euch. Sehr wohl. Hast du noch nicht geklickt? Hä? Ich hab gedrückt. Warum macht er nichts? Da seid ihr ja. Bereit? Ja, muss auf. Ja. Gut. Dann holt die anderen. Ah, okay. Wir haben eine lange Reise vielleicht vor uns. Achso. Also Leertaste gedrückt.
Na mal gut, wir sind bei Farlonsheim, war das ist ja nicht das erste Tutorial-Gebiet. Da fängt es jetzt richtig an. Na gut, wir waren nicht so weit. Das Volk von Lianon, nochmal schnell Lianon fertig machen. Im Weideland Leonidas hatte lange Zeit ein Können die es wagen, eigentlich so ein Addon rauszubringen, während wir ein Let's Play starten? Das kann nicht wahr sein. Hätten die es nicht ankündigen können? Die Ortschaft sei vom Blutbrand. Es war ja original. Drei Tage. Ich sage nur, dass ich einfach nicht verstehe, warum sich Leute immer so verhalten. Was? Na, was? Und was? Wir werden sehen. Scheiße, dann kann das noch nicht mal nutzen. Ich bin bereit. Ja. Geil, und die Hälfte der Leute. Seht ihr das? Leichen. War das der Blut? Was ist das? Sieht aus wie ein alter Handelsposten. Wurde vermutlich in den Magierkriegen von Rebellen überrannt. Wir könnten ihn als Außenposten nutzen, falls wir später Hilfe von unseren Truppen brauchen. Apropos Truppen, wo ist der Rest der Wolfsgarde? Hattet ihr nicht gesagt, wir sollten sie nahe dem Königswald treffen? Es ist etwas dazwischen gekommen. Sie sind noch oben im Norden und kümmern sich um ein Rebellennest. Mit etwas Glück werden sie aber bald zu uns stoßen. Sehr wohl. Bertrand, du bist so langsam. Was zum Elfen? Elfen? Salangar, wer seid ihr? Und was bei Elendsregen habt ihr hier zu suchen? Sentenza Noria, General der Wolfsgarde. Und wir stellen hier die Fragen. Wir befinden uns auf nordtandischem Territorium. Wolf? Oh. Verstehe. Dann solltet ihr mit unserer Augurin sprechen, Elion. Ich denke, sie wird euch das ein oder andere. Jetzt höre ich dich nicht mehr. Wollen wir doch mal sehen. Schaltet sie aus! Angriff! Die Wolfsgarde. Was? Ja, gut. Nun ja. Wie? Ich. Warum? Alter, wie das klackert bei dir. Oder so. Die rein. Hm. Fertig. Klack. Sofort. Für die Krone! Natürlich. Verstanden. Angriff! Schaltet sie aus! Angriff! Für die Krone! Drück mal A und drück mal permanent auf dieses Ziel, wo du hin willst. Angriff! Für die Krone! Ich bin bereit. Ja. Wir gehen auch noch direkt an die Scherben vorbei. Die haben mich natürlich gesehen. Schaltet sie aus! Bertrand, das Schlusslicht wieder. Boah, er hat ein Level-Up generiert. Hier, Dings. Wagner muss mit ihm reden. Ich hab gerade gelevelt. Wo ist er da? Befehle? Unsere Truppen haben aufgeschlossen. Gut. General Noria, ihr? Was ist los? Stimmt etwas nicht? Wir haben Gesellschaft. Wo ist der Rest der Soldaten? An der Kreuzung, wo sie eure Befehle erwarten. Gut, dann beordert sie rein. Wenn diese verdammten Elfen uns nicht von selbst hineinlassen, dann werden wir sie eben dazu zwingen. Anselm, du hilfst mir, eine Strategie zu entwickeln. Korporal Taha, du wirst die Errichtung des Außenpostens koordinieren. Wie heißt du, Junge? Seamark. Jared Seamark. Und du kommst aus der Gegend, richtig? So ist es, ja. Gut, dann wirst du Taha mit Rat beistehen, wenn er ihn braucht. Fangen wir an. Wenn diese Mor hier Blut wollen, dann sollen sie es haben. Ihr seid Korporal... Ja, verstanden. Oh. Ich werde es mir merken.
Hab Dank. Die Menschen. Für jede Herausforderung gibt es die richtige Taktik. Die Menschen stellen die anpassungsfähigste Fraktion dar. Sie können sowohl mit offensiven als auch defensiven Fokus gespielt werden. Ihre Baukosten sind ausgeglichen und sie können Märkte errichten, um mit Ressourcen zu handeln. Die Kaserne können verbessert werden, um Zugang zu einer großen Bandbreite an Einheiten zu gewähren. Menschen bieten eine große Auswahl an Einheitenverbesserungen, mit denen jeweils ein Aspekt einer Einheit verbessert werden kann. Wenn euer Gegner zum Beispiel viele Fernkämpfer einsetzt, könnt die Reichweite eurer Armbrustschützen verbessern, um die Oberhand zu erringen. Menschen erhöhen ihre Bevölkerung, indem sie Haupthäuser bauen. Genau, und nicht anders. Wenn Menschen anfangen sich zu vermehren, werden Haupthäuser gebaut. Das ist der Hauptgrund. Die Menschen sich vermehren. So. Ach ja, stimmt. Stein gibt's ja hier nicht. Doch. Hatten wir nicht Stein? Hä? Der Stein ist neu. Oder war es letztes nicht? Oh Gott, wenn das letztes da war, ne, dann peinlich. Es gibt eine Sägemühle. Die war vorher auch noch nicht. Gut, da war ein Holz und dann Sägemühle, zack. Gebäude fertiggestellt. Zack, zack, Männer. An die Arbeit. Gebäude fertiggestellt. Och, dieses tolle. Ein Gebäude wurde errichtet. Ist weg. Ja. Oh, das fand ich so toll. Das ist doch. Ja? Ja, ich hab's gerade gehabt. Building completed. Ne, bei mir steht, ein Gebäude wurde fertiggestellt. Bei mir steht es und wurde gesagt. Ja, im Englischen, aber im Deutschen haben sie eine neue Synchro teilweise genommen. Wahrscheinlich war das zu militärisch oder zu deutsch. Ich fand's eher lustig. Ein Gebäude wurde errichtet. Wird die Kaserne gerade gebaut? Ne. Mal sieh mal eine an. Wer seid? Nun, wir selbst bezeichnen uns gerne als Wanderer. Wenn gleich und... Verstehe. Aber wie ich musste es auf die harte Tour lernen. Die meisten unserer Gefunden. Naja. Halt. Naja, und... Und ich nehme mal an... In erster... Gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Kommandant, wir müssen unsere Vorräte an Stein auffüllen. Ja, das passt schon so. Ich kann auch keine Sachen bauen, hier aus unserer Einflussbereiche nicht größer machen. Mhm. Ich übertrag dir mal Bertrand, ne? Der steht nämlich einfach nur so nutzlos bei mir rum. Okay. Befehle? Alles klar. Dann bereite ich mich mal vor, über die Brücke zu gehen. Gebäude fertiggestellt. Müsste auch bald mal fertig sein. Achso, du hast die Leute schon... Du hast dir schon... Genau. Einfach so genommen. Genau. Ganz böse. Deswegen haben wir auch keine Leute für die Baracke. Wir brauchen dringend mehr... Gebiete, damit wir mehr Leute haben. Habe ich schon eine Jagdhütte gebaut? Na dann, los geht's. Dauert nur eine Sekunde. Nö. Ich hab die Jagdhütte vergessen. Tja, müssen wir wohl verhungern. Alter, wie lange braucht diese Brücke? Wieso sieht man keinen Fortschritt? Ach da, da ist ein Fortschritt, okay. Ja, das sollte klappen. Noch 10. Ja? Produktionszeit, 3 Minuten 20. Jawohl. So schnell muss man jetzt noch eine Brücke bauen können. Zu Befehl.
Brücke ist fertig. Die Brücke ist vollständig aufgeladen, steht hier. Aufgeladen, okay. Da war doch, glaube ich, unten links ein Feld, ne, dass man wird gewinnen konnte, oder? Ja, das konnte man jetzt irgendwie nicht. Na gut, vielleicht müssen noch andere Dinge geschehen. Noch mal ein bisschen weniger Holz, ich habe genug Holz. Schick die mal lieber dahin, die brauchen mehr Futter. Muss Gerald Bericht erstatten. Oh, Elfen. Ich habe Elfenalarm. Schick mal deine schick mal die Helden herunter. Ich habe noch nicht gestartet mit der Produktion. Unser Haupthaus wird angegriffen. Wie, das Haupthaus wird angegriffen? Stimmt doch gar nicht. Ja, greifen. Turm an. Unser Haupthaus wird angegriffen. Fliehen sie. Das ist ein bisschen zu schlau. Okay, dann erstatten wir erstmal Bericht. Wo ist er denn? Ach da. Das sind doch nicht mehr vier, die rauskommen. Das ist immer nur einer. Und sie haben was nur gute macht Sinn. Ja, jetzt kannst du einen neuen Sektor einnehmen. Mach mal unten links, dann kann ich da die Einheiten produzieren. Wir sollten mehr geeignete Orte für Außenposten finden. Je mehr Gelände wir kontrollieren, desto besser. Einverstanden. Zack, zack, mein Tun. Haben wir Arbeit. Ja, das sollte klappen. Der Vorposten wurde errichtet. Wir haben unsere Grenzen ausgeweitet. Wie, das ist alles? Einfach nur so eine Flagge. Früher hast du ein Haus gebaut. Jetzt machst du einfach nur so eine US Army Flagge dahin und sagst, die Welt gehört mir. Aber echt, das ging auch mega schnell. Ja, ich hab's schon angefangen aufzuwerten, also. Das ist auch das normale Spielen. Das andere ging ja auch viel zu schnell. Okay, es ist einfach nur so ein Kundschafterposten. Das reicht ja manchmal aber sogar schon. Aber in dem Fall brauchen wir mehr. Essen wird knapp. Wir benötigen mehr Nahrungsmittel. Alter. Wir brauchen das. Gebäude fertiggestellt. Ja, eigentlich ist Nahrung das größte Problem im Moment. Oh, da kommt wieder ein Angriff. Wir werden angegriffen. Ja. Schon wieder von der Seite. Kinderspiel. Feuer frei. Anlegen, zielen, Feuer! Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Ah!
Kinderspiel. Feuer frei! Anlegen, zielen, Feuer! Meine Einheiten wurden ordentlich dezimiert, als deine Helden sich mit anderen Dingen beschäftigen als den Gegner. Dann melden wir uns mal bei dem Typen. Gucken, was da zu sagen hat hier. Ja, gibt es etwas Neues? Wir haben ein... Nun, dann tun und denk, wenn ich verstehe. Sägemühle. Warte mal, habe ich erst zwei Sägemühlen gebaut? Sägemühle, Sägemühle. Toll, ich habe zweimal Holz gebaut. Ist ja voll für den Arsch. Total übertrieben. Haben wir hier Steine in der Nähe? Nee, ne? Nee. Dann nur Holz. So, das langt. Habt ihr etwas gesagt? Der Vorposten wurde errichtet. Wir haben unsere Grenzen ausgeweitet. Alles klar. Dann mal los. Gebäude fertiggestellt. Hm? Klar doch. Bisschen gleich darunter stellen. Die kommen ja eh immer von da unten. Hm? Das wird ein Meister. Wir werden angegriffen. Schon wieder. Die königliche Flagge wird angegriffen. Ich denke, unser Außenposten ist jetzt ausreichend. Ist das echt eine königliche Flagge? Das ist wirklich eine königliche Flagge. Wir haben einen Außenposten verloren. Wir haben einen Sektor verloren, Kommandant. So befehlt ein Kampf. Kinderspiel. Alles klar, Bogen bereit. Feuer frei! Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Anlegen! Gebäude fertiggestellt. Der Vorposten wurde errichtet. Wir haben unsere Grenzen ausgeweitet. Gebäude fertiggestellt. Was ist das denn für ein Schabernack da oben? So viel zu tun, so viel Zeit. Ah, die sind schon wieder da. Kinder. Ah, sind ganz schön biestig hier. Mhm. Feuer frei! Oh, unser Mäh läuft den ganzen hinterher, ist nicht gut. Sie ja, das bin ja auch ich, mit Absicht. Geschieht. Achso, mit Absicht, okay. Zielen, Feuer! Das war mir auch nicht gut, aber das mit Absicht ist. Naja. Kinderspiel. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Ist ja noch nicht groß, die Armee. Ich denke, wir sind mittlerweile stark genug für einen Angriff. Stimmt. Ich möchte... Na schön, aber nicht viel länger. Wenn die Elfen den Blutbrand aus dem Dorf tragen, hilft uns jedes taktische Wissen über ihr Lager nichts. Habt ihr etwas gesagt? Hm? Feuer frei! Sie werden nicht wissen, ja, wie ihnen geschieht. Jawohl. Kommandant, wir müssen unsere Vorräte an Steinen auffüllen. Wir haben noch eine Questbelohnung, die du einsammeln kannst.
Gebäude fertiggestellt. Schön, dass du meine Armee in den Tod führst. Kommandant, wir müssen unsere Vorräte an Steinen auffüllen. Stein, Stein, Stein. Zu Befehl. Gebäude fertiggestellt. Kommandant, wir müssen unsere Vorräte an Steinen auffüllen. Ja, bin ja schon dabei. Ganz ruhig. Wir müssen mehr Holz sammeln, Kommandant. Ja, das Holz ist doch auch schon dabei. Wir machen ein bisschen Turbo. Du ballerst auch nur diese Scheißflaggen, ne? Wir werden angegriffen. Wir haben einen Sektor verloren, Kommandant. Boom. Der war ja auch nicht zu halten. Ja, wie schon von Anfang gesagt. Anselm ist gestorben. Mein Beileid. Unser Essen wird knapp. Wir benötigen mehr Nahrungsmittel. Ist auch eine Jagdhütte. Ist ja wirklich alle meine Helden. Meine Armee. Gegen das Hauptgebäude verliert man echt viele Leute. Oh nein. Dein Avatar ist gestorben, nur eine Fleischwunde. Wir haben Erfolg gekriegt. Das war die Hauptsache. Ragnar ist tot. Nein. Verdammt, sie haben Ragnar getötet. Und Anselm ist schon wieder gestorben. Diese scheiß Basis macht alle unsere Helden tot. Ich will mal gucken, kann ich den Schwierigkeitsgrad runterstellen für... Eventuell. Ich könnte auch den Schwierigkeitsgrad runterstellen, falls wir sterben. Sie haben einen unserer Helden getötet. Alter, wie der so. Sie haben einen unserer Helden getötet. Alter, ich kipp einfach nur um diese scheiß Basis, ey. Hättest du dich auf die Verteidigung konzentriert, wäre das jetzt kein Problem. Also Verteidigung, wir hatten eine Riesenarmee. Wir haben keine Riesenarmee gehabt. Wir hatten nie eine Riesenarmee. Doch. Nein? Doch. Nein. Doch. Ich bin der zuständige Meister der Armee. Und wenn ich sage nein, dann ist es nein. Wir müssen mehr Holz sammeln. Es hat gereicht, um Wachturm von ihnen zu zerstören, plus zwei Armeen. Und die Basis fast zu zerstören, also. Sie haben einen unserer Helden getötet. Ja, ist ja gut.
Alter, wie du auch jedes Mal dieses Abstechen hörst, ey. Gebäude fertiggestellt. Ja, schön, die königliche Flagge. Du kannst gleich die Helden da stehen lassen, die greifen eh gleich wieder an. Bin soweit. Kriegst auch ein paar Leutchen zum Abmurksen. Varus, wo sind meine Legionen? Geht doch. Habt ihr etwas gesagt? Warte mal, wir müssen gute Idee. Informationen so, stehen. Du hast sie noch ausgewählt, deswegen kann nichts machen. Wir werden angegriffen. Toll, jetzt haben sie meine Formation kaputt gemacht, die Schweine. Wir werden angegriffen. Wir brauchen ein bisschen mehr Holz. Wir haben nur minus 35. Ja. Es ist im der Aufbau. Wir werden angegriffen. Ach, der Steinbruch ist ja auch noch nicht fertig da. Hab ich gesehen. Jetzt haben wir auch nicht Nahrung. Jetzt können wir ein bisschen was bauen an Leuten. Einer der Leute braucht übrigens 3 Holz. Gebäude fertiggestellt. Okay. Nicht, wenn du Infanterieleute brauchst, die kosten nur 6 Nahrung. Gebäude fertiggestellt. Vorsicht. Ja. Die KI nervt mich inzwischen mega, die läuft alles immer klar, weg. Ja, das wird ein menschlicher Spieler auch machen. Das hat die Firma nicht so extrem gemacht. Menschliche Spieler? Nein, die KI. Wir müssen mehr Holz sammeln, Kommandant. Ja gut, dann aktiviert das zweite Holzlager hier. Gebäude fertiggestellt. Und sie kommt wieder. Angegriffen. Und sie laufen weg. Gebäude fertiggestellt. Ton ist so leise. Wir werden angegriffen. Kann nicht wahr sein. Ja, das soll. Darauf findest du immer da um den Mauer. Das wird ein Kampf. Jetzt reicht's mir. So, wo ist die zweite. Wo baue ich jetzt die zweite Kaserne hin? Dahin. Jetzt habe ich die Faxen dicke. Ein Rohstofflager der Kaserne ist voll. Wo? Hallo? Wie du siehst, wir sind noch nicht so weit. Was brauche ich? Unterkünfte? Ne, brauche ich nicht. Brauche ich aber doch. Hm? Vorwärts! Alter, ich habe mit einem Ritter einfach nur
auf das Angriffsposten da geklickt, ne? Mit Rechtsklick und der macht gleich. War so richtig lang. Hey, wie kommt mir davor, als wäre das Spiel jetzt gerade zu StarCraft mutiert? Kann das sein? Man hat irgendwie so viel Micromanagement hinterher. Das hatten wir im Tutorial nicht gehabt, ne? Am ersten. Da war es gemächlicher. Da haben die Gegner sich auch zum Kampf gestellt, sind nicht mehr weggelaufen. Und wie schnell die hier repariert haben, fand ich auch heftig. So, jetzt brauche ich nichts mehr machen. Der Vorposten wurde errichtet. Wir haben unsere Grenzen ausgeweitet. Ich habe meinen Außenposten gebaut, du musst was machen. Du, die königliche Flagge wird jetzt schon upgradet. Kannst ja schon machen, währenddessen baue ich weiter. Genau, zack, zack. Ach, geschafft. Die Palisaden sind zerstört. Angriff! Ja, aber ich habe noch keine Spur von der Augurin. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewacht. Krass, die Überreste der alten Häuser werden eingesammelt. Sie haben einen unserer Helden getötet. Wer ist gestorben? Anselm. Huch. Teleportierst du dich? Salangar. Wir sind noch nicht fertig. Noch lange nicht. Weg. Verdammt. Damn it. Es ist ja, vorbei. Willst du den Inhalator haben? Was ist mit der Augurin? Die kriegen wir schon noch. Sprech mit uns, Weib. Was ist hier passiert? Seid ihr? Von der königlichen Armee. Du bist in Sicherheit. Jetzt sprech, was ist? Was war das? Gegenangriff. Sie müssen Verstärkung bekommen haben. Verdammt. Ich wusste, dass sie vorhin kommen. Ich habe schon Türme übrigens kehrt gebaut. Unverzüglich zum Außenposten zurück. Jemand muss die Verteidigung leiten. Verstanden. Was ist mit dem Dorf? Anselm und ich werden es beschützen. Der Rest der Wolfsgarde sollte jede Sekunde eintreffen. Wir müssen nur das Dorf so lange halten. Bewegung. Alles klar, Taha. Zurück zum... Unsere Arbeiter werden angegriffen. Bin soweit. Teleportiere! Marsch! Was ich aber nicht berücksichtigt habe, ist, dass die, wenn der Grenzposten zerstört wird, dass die Türme sich zerstören. Ja, das ist unschön. Aber ich glaube, das kauft uns genug Zeit, dass du kommst. Bin soweit. Gebäude fertiggestellt. Und die Gebäude sind auch schon fertig. Sehr schön. Siehst du, das läuft doch alles. Aber die kommen noch nicht mal an die zwei Türme vorbei da. Weil da die Armee schon hängt. Halt! Halt, das reicht! Und das war schon. Bitte, hört mir einfach zu! Sehr gut. Arbeiter werden angegriffen. Ah, ich habe gar kein Training für dieses Jahr. Ja? Ja? Bitte, ich gebe auf. Hört, so kann man... Ja, ihr Befehl. Wenn das... Aus dem gleichen Grund wie ihr. Das habe ich also... Korrekt. Und ihr habt kein... Nein, und voll... Was macht... Naja, und wenn ihr... Vielleicht... Da ihr... Ja. Bitte Hier, tut mir leid. Wie... Was zum... Doch, denn... So... Nun... Und das... Selbst... Weil... Welch... Nein, das Dorf ist im Begriff... Befehl... Ich... Vielleicht... Wir werden unsere Leute bis zum Morgengrauen abziehen. Und von nun an wird euch kein Moor hier mehr attackieren. Lebt wohl, Evran. Ihr werdet es bis zum Morgengrauen abziehen. Danke, dass ihr mich verschont habt. Ich wusste gar nicht, dass Grauen in dem Spiel mitspielt. Was ist eigentlich das wusste ich auch nicht. Was hältst du von der ganzen Sache? Von dem, was der Elf uns gerade erzählt hat? Ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass er lügt. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie recht haben. Insbesondere, was unsere Befehle angeht. Und wenn doch? Keine Ahnung, Taha.
Ich meine, welche Wahl haben wir denn? General Norias Befehl zu verweigern, würde uns zu Deserteuren machen. Ja, das würde es. So, jetzt Blut. Taha. Anselm, was ist passiert? Die Strafgeschichte bitte nicht überspringen, ne? Ich möchte wissen, ob das überspringt. Wenn wir nicht wissen, wie diese Krankheit sich verbreitet, darf keiner diesen Ort verlassen. Zumindest nicht. Gut, dann bringen wir es hinter uns. Hattest du zuletzt übersprungen. Und ich dachte, ich wüsste alles, was es über dich zu wissen gibt, Taha. Du überraschst mich. Was? Sag mir eines. Erinnerst du dich an ihr Gesicht? Wessen Gesicht? Wovon sprichst du? Ja, jetzt geht automatisch weiter. Verdammt gute Frage. Kann ich was machen? Oh, das ist wichtig. Vor 8 Jahren in das Iskander, ist Spellforce 3 dich hinrichten lassen wollte, hat die Wolfsgarde dich gerettet. Refocus, ne? Nee. Sonst wärst du nicht her. Recastled? Was du aber wahrscheinlich nicht weißt, Recursed? Ist, dass eine Gardistin dafür ihr Leben gelassen hat. Reforced, also. Das war nicht genug. Anstatt dich zu töten, wie er es hätte tun sollen, hat der General dich leben lassen. Mehr noch, zum Teil der Armee gemacht. Reforged. Dich, den Sohn des Verräters. Hey, Reforced. Er hätte ebenso das ist ein scheiß Name. Meiner Schwester bissen. Das ist nicht gerecht, Anselm. Das ist nicht gerecht und das weißt du. Scheiß auf gerecht, du Wichser! Sie ist tot, verdammt nochmal! Sie ist tot und du lebst! Du hast nicht die leiseste Ahnung, wie lange ich auf diesen Moment gewartet. Ehrlich, ich hatte wirklich gehofft, dass du den Befehl verfolgst. Ja, es überspringt doch tatsächlich. Cool. Das hätte die Sache etwas vereinfacht. Und nun komme ich zu ihrer Strafe. Die Strafe ist, der Prozess ist vorüber. Da lassen wir eben einfach keine Zeugen. Da freue ich mich drauf. Wahnsinn, das will ich nochmal sehen. Das kannst du nicht tun! Du wirst überrascht sein, was ich alles kann. Verdammt, ich brauche Heilung! Sie haben einen unserer Helden getötet. Okay. Der Hauptcharakter ist tot. Ja. Komm schon. Hä? Wenigstens leben die Zombies noch. Nee, Rainbow Six Siege habe ich noch nicht gezockt. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ist der einzige Übrige. Bleib ruhig, Bertrand. Das war nicht unsere Schuld. Doch wir nicht. Müssen. Taha, es gibt Neuigkeiten vom Ge. Tiaras Atem. Was ist dir passiert? Wir können das erklären. Sie. Bleibt, wo ihr seid. Deine eigenen Brüder abzuschlachten. Ich kann es nicht glauben. Aber ich hätte es mir denken sollen. Lasst auf der Stelle die Waffen fallen. Auch ihr, Carpell. Es sei denn, ihr wollt den Henker um seine Arbeit bringen. Den Henker? Was dachtet ihr? Ihr seid hiermit des Hochverrats angeklagt. Verraten vom Kind des Verräters. Das wird dem General überhaupt nicht schmecken. Überhaupt nicht. Die Zombies hatten auch keine Lust mehr gehabt. Die wurden als Waffe gesehen und wurden dann fallen gelassen. Ja, sind einfach gestorben. Aber auch so, wie sie runtergeklatscht sind. Ne, ich möchte wirklich sehen, wie er die jetzt hier die Strafe vollzieht. Neutrale Gebäude kämen schon. Ich habe euch immer gesagt, dass dies passieren würde, Lord Arandir. Achso, hier waren wir ich noch nicht, ne? Ich habe euch gesagt. Das habt ihr. Und ich kann immer noch doch, nicht glauben, schon. Dass das alles ist, was ihr zu eurer Verteidigung zu sagen habt. Ja, wir habt. Haben hier die... Da. Schade, das finden wir nicht. Da gab es einen automatischen Dialog, den wir vorher hatten. Den hatten wir übersprungen. Und wir haben uns verteidigt. Schade. Ach so. Wollt ihr es schriftlich haben? Hüte deine Zunge, Taha. General, ihr seid ein Soldat, Taha. Und die letzten 8 bin eher Singleplayer. Dienste geleistet. Und nicht nur das. Ihr gingt sogar so weit, eurem Vater den Gehorsam zu verweigern. Weil ihr wusstet, dass seine Taten fehlgeleitet waren. Das respektiere ich. Aber kaltblütig 5 eurer eigenen Brüder zu töten, das kann ich nicht ungestraft lassen. Es tut mir leid. Das ist doch lächerlich. Anselm hat uns reingelegt, verdammt. So einfach ist es. Er gibt Taha die Schuld am Tod seiner Schwester. Und das war sein Racheakt. Warum habt ihr ihn dann getötet? Warum habt ihr sie nicht einfach bewusstlos geschlagen? Was zum... Weil das ein Kampf auf Leben und Tod war. Bei Tiara, sie wollten uns töten. Und ich... Halte den Mund, Carpell. Halt einfach den Mund. Du bist ein Mörder, Taha. Ich hätte es wissen müssen, aber ich war zu blind. Dasselbe gilt für dich, Carpell. Ihr beide seid eine Schande für die Wolfsgarde.
Sagt mir eines, Taha. Bereut ihr es wenigstens? Nein. Korporal Taha, Korporal Kapell, ihr seid hiermit des Mordes an 5 Soldaten der königlichen Eiskalt Armee Nein gesagt hast. Und der Befehlsverweigerung für schuldig befunden. Die Strafe für dieses Vergehen lautet... Ja, schon gesagt, hatte die ja uns keinen Ball gerissen. Werft sie in den Kerker. Oh, Call of Duty kenne ich auch, vor allem die Modern Warfare-Reihe. Hätte ich gerne weitergespielt, aber Advanced Warfare. Aber es ruckelt bei meinem Gaming-Rechner. Ui. Muss man auch schon sagen, bei einer 2070 Super ist das ruckelt. Das ist erstaunlich. Richtig, das war's. Wie bitte? Seit ihr hier sitzt, frage ich Du siehst mich, anders aus. Die sah vorher nicht so aus. Bekannt vorkommt. Jetzt weiß ich es wieder. Ich habe euch auf dem Hof gesehen, damals, Stimmt, als sie mich zu meiner... Porträt, ja. Wie nannten sie es doch gleich? Verhandlungen geführt haben, richtig? Keine Ahnung. Hm, doch, du kannst ich übrigens bin mir noch, sicher. Kannst du übrigens ihr noch seid so es gewesen. Und ihr beschleunigen, seid wenn du willst. Ihnen. Ihr seid ein Soldat, das sieht man sofort. Kann ich? Okay. Aber so... Nennt mich... Ich enttäusche euch nur... Wir sind noch nicht in Vardonsheim. Ich... Und... Aber, tja... Ich... Nicht... Mann... Sie... Natürlich... Ja, viele, wir sind... Gut... Ich... Was? Nein... Irgendwas, woraus sich zum Beispiel ein Dietrich anfertigen lässt. Interessant. Iria, ich habe hier was gefunden. Sieht aus wie ein... Stück Faden. Na bitte... Seht nach, ob ihr noch einen Nagel oder ein Stück Metall finden könnt. Dann könnt ihr daraus einen Dietrich bauen. Zu spät. Einen Dietrich? Tiaras Atem, was glaubt ihr, was das hier ist? Ein Spiel? Wir sind in einer Gefängniszelle in Grauschanze, verdammt. Selbst wenn ihr Cerbos Schlüssel bei euch hättet, könntet ihr diese Türen nicht knacken. Ja, hör auf zu reden. Ignoriert ihn einfach. Wir müssen beschleunigen. Und? Erkennt ihr was? Nichts. Hier geht's nicht weiter. Verdammt. Müsst ihr aktuelles Gespräch abschließen, bevor ihr fortfahren könnt. Seht euch weiter um. Nein, es bremst uns aus. Mario, tut das Richtige. Was ist das? Eine Art Gitter. Aber da unten hängt etwas. Moment. Das sieht nach einem Stück Metall aus. Im Ernst? Dann holt es. Ich versuch's, aber... Ach, der hat die Rätsel. Oh, Scheiße! Was? Elends Wasser. Du hast eine Ratte rausgezogen. Ich glaube schon. Was war das? Eine Tunnelspinne. Erst gestern wurde einer der... das beste Game mit der besten Story. Würde ich sagen... Boah. Lass mich mal nachdenken. Faden von vorhin, richtig? Dann haben wir jetzt genug. Mass-Effekt war schon ziemlich cool. Zeit aufzuwachen, Abschaum. Der Bote ist hier. Sind Schänder unter Ihnen? Die beiden da drüben. Oh, hier gab's auch übersprungen. Ist das nicht? Das Kind des Verräters. Ja. Aber der war ja ziemlich langsam immer. Interessant. Lass uns das ich mal anhören. Ich bin Ronda Lakaien. Und ich bin der Bote des Lichts. Ihr seid hier, weil ihr gesündigt habt. Ich kenne die genauen Umstände eurer Verurteilung nicht. Und es ist einerlei. Denn aus welchem Grund auch immer, das Licht... hat euch für schuldig befunden. Die... Gnade! Bitte, Herr! Gnade! Ich hab Frau und Kinder! Ich... Fresse! Abschaum! Nicht, Kind. Dieser Mann hat Angst. Und das sollte er auch. Mein Hiersein hat einen einfachen Grund. Die Elfin und der Korporal sind Schänder und stehen damit jenseits jedweder Vergebung. Aber für euch beide besteht noch Hoffnung. Bekennt euch zu euren Sünden und lasst das Licht in euer Leben und ich werde euch eine Chance gewähren. Die Chance auf ein neues Leben, auf eine Wiedergeburt als Diener Aoniers, als Teil der Reinheit. Die Wahl liegt bei euch. Kind? Ich glaube, er ist tot, eure Heiligkeit. Weshalb? Meine Anweisungen waren klar. Sofern sie keine Schänder sind, haben sie nicht zu sterben, bis sie die Chance hatten, Reue zu zeigen.
Ich weiß, Eure Heiligkeit. Aber dieser Mann war bereits krank, als die Soldaten ihn hierher gebracht haben. Ich schätze, sie haben seine Wunden nicht behandelt und... naja. Verstehe. Möge das Licht deiner Seele gnädig sein, Kind. Hey, ich bereue. Ich flehe euch an, Eure Heiligkeit. Ich bereue. Ist das so? Ja. Dann bekenne. Es tut mir leid, Eure Heiligkeit. Ich verstehe nie. Bekenne dich deiner Fehler. Bekenne dich deiner Sünden. Bekenne, dass du verdorben bist, dass dein Leben leer und sinnlos war, ohne die Liebe des heiligen Allvaters. Und bekenne, dass es einzig und allein diese Liebe ist, die dich zurück auf den Pfad der Rechtschaffenheit führen kann. Heil Odin. Ich bekenne. Allvater. Dann erhebe dich und sei wiedergeboren. Der, der alles sieht. Öffne seine Zelle, Kind, und schaff ihn fort. Ich werde den Hof zu euch stoßen. Hoch auf dem Baum im Yggdrasil. Seid ihr euch sicher, Eure Heiligkeit? Bin. Geh. Selbstverständlich. Was für ein Spinner. Kann ich wieder vorspulen? Ja. Gib Gas. Keine. Wartet. Ist das. Wartet. Das? Oh, der hat sich hingelegt. Sorry, die Musik. Der hat original das Gewand von Ori. Ihr habt sie gehört. Aus Stargate. Nicht wahr? Ich dachte, jetzt dimmt hier plötzlich die Wer wird Millionär-Musik ein. Aber beste Story kann ich nicht sagen. Gibt's mehrere Spiele. So, beschleunigen. Diese Stimme, ja. Das war's. Ich begann zu laufen. Bis kommt. Ja. Ja, er erzählte mir von. Ganz zu laufen. Der. Ja. Richtig. Die. Kurt. Vielleicht. Gut. Tja, ihr seid beide. Ja. Und selbst wenn ihr nicht. Es gibt noch eine Handvoll Vorbereitungen, die ich treffen muss. Wartet einen Augenblick hier, ich bin gleich wieder zurück. Zwei Dinge noch, bevor ihr aufbrecht. Erstens. Der einzige Weg aus der Stadt ist... Gib mir mal Eria. Also ist das nicht offensichtlich. Wegen... Gut. Ja. Was ist... Der geprescht. Sagt... Wiederbelebt. Sollt nicht und denn... Bist... Das klingt... Gut. Leben. Wir... Worauf? Nun, aber ich habe genug von eurer Zeit vergeudet. Ja, hast du. Lebt wohl, lebt das wohl. Hast du in der Tat. Gut. Das war eine verdammt seltsame Begegnung. Und jetzt? Verschwinden wir von hier. Klingt nach einem Plan. Aber zuerst sollten wir vermutlich unsere Ausrüstung zurückholen. Sehen wir uns mal um. Alter, das ist ja mal übel. Wie viele Punkte kann sie denn verteilen? 1000. Das ist schon gut so. Jo, danke fürs Zusehen. Da, hast ja nichts verpasst. Ich glaube, das da drüben ist unsere Ausrüstung. Ah, viel besser. Sie hat nichts, oder? Wo ist denn ihre Ausrüstung? Ach, hat sie schon. Ach, die hast du eingesammelt. Danke. Hä, ich dachte, da wären dann zwei Truhen. War das nicht vorher mit zwei? Ja, waren vorher zwei. Okay, kann ich das irgendwie schicken? Der Sortieren-Button ist jetzt unten. Nee, brauchst du nicht. Ich hab's doch schon. Hast du schon? Ja, es, okay, wir haben ein gewalttätiges Inventar. Ach, das geht doch wieder. Okay, alles klar. Ich dachte schon. Nö, das ging schon immer. Sicher doch. Hä? Das, was du mitnehmen.
Ich glaube, jetzt sollten wir doch jedes jeden kleinen Fitzel. Ach, oh, scheiße, das dauert ja echt. Erfahrung mitnehmen, oder? Weiß ich nicht. Weil wir jetzt richtig leveln. Ja, die Rune. Sie reagiert auf irgendetwas. Und ich glaube, ich weiß auf was. Seht ihr den Stein da drüben? Das ist ein Gottstein. Vielleicht könnten wir versuchen, die Rune mit ihm zu verbinden, wie der Bote gesagt hat. Mhm. Also, wie ist der Plan? Hast du gerade was geschrieben? Was? Ob du was geschrieben hast bei Discord? Nö. Oder dein Bot? Hat der Bot was geschrieben? Naja. Nö, da ist nichts. Ja, tut sie. Wie auch immer, was wieder auf. Besser gehen wir weiter. Gut. Klingt gut. Na dann, wird schon schief gehen. Gehen wir es an. $300 und mysteriöser Schlüssel. Da lang? Den brauchen wir. Macht euch bereit. Eine Abzweigung. Was kriegen wir hier? Welchen Weg nehmen wir? Ihr kennt euch hier unten aus, oder? Nicht genug. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der linke Weg zum Hof führt. Kriegen wir hier schon die Erfahrung dafür? Sollten wir uns auf heftigen Widerstand einstellen. Und der andere? Ich weiß. Hast du das gehört? Aber er führt tiefer in den Berg. Stopp. Ich meine mich zu erinnern, dass ich mal ein paar Wachen über einen Geheimgang ins Gefängnis habe reden hören. Soweit ich weiß, haben sie ihn benutzt, um Alkohol reinzuschmuggeln. Ja, Tiaras Atem, danke. Danke. Vielen Dank, Kumpel. Das werde ich dir nicht vergessen. Tiaras Atem. Danke, mein Freund. Wachen. Wir haben wohl einen über den Durst getrunken und uns deshalb nicht gehört. Wir sollten sie unschädlich machen. In Ordnung. Sicher doch. Freue mich auch gerade. Ich sehe nur ein Skelett. Der hat wahrscheinlich wirklich über den Durst getrunken. Ich denke mal hier in dem Raum, oder? Oh ja, dreckiges Stück Scheiße! Dafür wirst du bezahlen! Gehen wir an. Na dann. Macht euch bereit. Gehen wir es an. Wird schon schief gehen. Klatsch. Na dann. Gehen wir es an. Ja, die Fähigkeiten sind ja auch noch überarbeitet worden. Aha. Okay. Alles klar. Ja. Oh, das. Ich. Ja. Gehen wir weiter. Da lang? Mal gucken, wo es hier hingeht. Dein Beschreiben, dein Bestätigen hat mein Bestätigen überschrieben. Boah. Ich glaube, wenn wir in Fallouts haben, sind, können wir ja schon fast wieder beenden, ne? Ja, das sieht echt so aus. Wenn ich mir die Zeit so anschaue, schaffen wir es wohl nicht, danach weiterzukommen. Da, oh, Level up. Cool. Doch nicht. Macht euch bereit. Also, ist der Plan? Ich hab einen Level. Gehen wir es an. Scheiße. Ich kann immer noch nicht glauben, dass das gerade wirklich passiert. Tut es aber. Ihr seid jetzt offiziell ein Deserteur. Wen hebe ich da jetzt gerade auf? Und Toten? Ich glaube, einer von den Gefangenen, ja. Achso.
Klick ihn mal an, sein Gesicht ist sehr vertrauenserweckend. Ich glaube, das ist der Kapitän von Enterprise. Aha. Warte mal, bleib mal stehen. Ich habe ein Level-Up. Hast du auch, okay. Natürlich habe ich das. Da steht auch noch und tilgt ihn. Geil. Nein, meine Zombies. Aber du hast auch vier Golems. Golems? Das sind Gefangene. Das sehen aus wie Golems von hier aus. Das konnte man sich ja hier durchschleichen, ne? Ja, sollen wir uns... Wir können ja auch... Na, vielleicht schaffen wir es sogar gut. So. Nee, schaffen wir nicht. Gefangenen sind zu auffällig. Jawohl. Na dann. Der stirbt doch gleich. Ah, wurde geheilt. Ja, durch mich. Du kannst heilen? Klingt gut. Ja. Cool. Gottstein wurde erobert. Scheiße! Alarm! Warte mal, lass mich mal kurz stehen. Lass sie mal stehen. Den anderen hast du nicht fokussiert. Bring die mal näher zusammen. Ja, gut, dann so. Wahrscheinlich nicht möglich zu schleichen. Wird schon schief gehen bei dem. Das ist Taha! Alarm! Wird schon schief gehen. It's a me, Taha! It's a me, Ragnarök. Die Zombies sind ja sehr von der langsamen Sorte, ne? Ja, die sind echt nur. Da wo man sie beschwört hat. Sicher doch. Sind sie ziemlich sinnlos. Da lang? Sicher doch. So. Auf zur Grauschanze. Verdammt. Das heißt? Verdammt, das heißt. So wie. Alles, was ich sage, ist, dass ich ein Problem damit habe, dass sich diese verkleideten Spinner mittlerweile verhalten, als könnten sie hier tun und lassen, was sie wollen. Stopp, rechts rum. Naja. Was sollte der Lord Marschall denn deiner Meinung nach tun? Die Leute glauben an sie und ihre Botschaft. Wenn das. Da in Grauschanze über 7000 Soldaten stationiert sind, herrscht in der Festung ein gewaltiger Bedarf an Nahrung und Wasser. Und ebenso an Gewölben, um all das zu lagern. Doch nur wenige wissen... Da wären wir. Und wo ist nun dieser Gehack? Keine Ahnung. Dann müssen wir wo... Ja, sie haben unser Fehlen bemerkt. Los, beeilen wir uns. Die Gottsteine waren aber vorher noch nicht hier, ne? Die kamen erst jetzt. Alter, alles voller Spinnen da hinten. Du hast übrigens bei deinem Helden übrigens oben im Bildschirm so einen kleinen Pfeil über der Mana-Anzeige oder der Lebensanzeige. Verdammt. Da kannst du dich. Alles der. Da kannst du die Charaktere übertragen. Ihr kennt ihn? Ah ja. Ja. Da muss man nicht immer I drücken. Erst mit Reden versuchen. Das ist ganz gut.
Heiltrank. Mal sehen. Geschichte des unglücklichen, ja, unglückseligen Alchemist. Proviant, greif zu. Krass, wenn die jetzt stärker. Wurden die es besser gemacht? Haha. Was zum Scheiße. Wachen. Tötet sie. Scheiße. Das ist alles. Wachen. Tötet Hört sie. Auf, verdammt. Lass das. Zu spät. Macht euch bereit. Ich brauche Heilung. Wie du meine Heilung fast weggerannt bist. Das war einfach. Verdammter Idiot. Das war ein Freund. Und? Glaubt ihr ernsthaft, sie hätten euch verschont? Das hätte sie ebenso zu Verrätern gemacht wie euch. Er könnte recht haben, Taha. Ihr habt keine Ahnung, wie dieser Mann reagiert hätte. Und wir haben es geschafft. Das ist doch das Entscheidende. Achso, deine Zombies sind das. Ich wollte gerade sagen, nimm deine Leute mit. Sicher meine Zombie-Leute. Klingt gut. Da, seht ihr das? Alles klar. Ah, verstehe. Ich bin ehrlich. Stimmt wohl. Na schön, ich wüsste ohnehin. Nachdem Alot Iskander für seinen Verrat an der Krone hingerichtet wurde, fielen seine Lande in Anarchie. Von uns rein. Auf eurer Reise begegneten euch zahlreiche Gestalten. Hagere Menschen, die euch Gräuelgeschichten erzählten. Von desertierten Soldaten und Banditen, die ihnen ihr Zuhause nahmen. Aber sie erzählten auch noch etwas anderes. Dass ein einst verlassenes Dorf... In Ordnung, dann wollen wir mal sehen. Laut und gut, du weißt... Ich war... Dann los. Und wieder ein Level up. So, dazu brauche ich Stärke 3. Oh, eine Armbrust wäre ja schon cool, ne? Ich hätte schon gerne eine Armbrust, glaube ich. Ich gehe auf Stärke. So, ich kann jetzt wiederbeleben. Was zum Henker soll das heißen? Ich kann nicht vorbei. Wir brauchen frisches Wasser. Es tut mir wirklich leid, aber die Befehle des Kommandanten waren eindeutig. Keine Dorfbewohner außerhalb der Randbezirke. Meinetwegen kann der Kommandant in den Klauen Nors verrecken. Der Kerl macht doch sowieso nichts anderes, als zu saufen und rumzubrüllen. Jetzt lasst mich gefälligst durch! Tut mir leid, aber nein. Und jetzt zieh Leine. Wenn du jemanden anschreien willst, dann geh zu Clara. Ich komme wieder. Hm. Du bist ja schon dahin gerannt. Jo. Krass, dann haben wir 2 Stunden knapp gebraucht, um das Spiel bis hierhin zu spielen. Ja. Oh, durch dieses scheiß Tutorial. Können wir mal kurz pausieren? Wir können gleich mit dir reden. Ich möchte nur mal kurz schnell wohin. Jo. Dann können wir gleich ganz normal weiter aufnehmen.
So, ich bin wieder da. Wie? Und... Oh, scheiße. So. Und die Aufnahme läuft wieder. Willkommen in Fahlonsheim, da wo wir zuletzt aufgehört haben. Ah, dann reden wir nochmal mit dir. Es sollte den Leuten dann ja bekannt vorkommen. Genau. Euch habe ich hier noch nie gesehen. Ihr kommt nicht aus Iskander, richtig? Stimmt. Tatsächlich sind wir Gesandte des Lichts und auf der Suche nach einer Kontaktperson. Ach, dann seid ihr diejenigen, von denen dieser Lakaien gesprochen hat. Ehrlich gesagt, hätte ich euch mir anders vorgestellt. Aber wie dem auch sei, ich bin Clara Farlorn, Bürgermeisterin dieses wunderschönen Ortes. Schätze mal, das wisst ihr bereits. Eurem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, wollt ihr wohl gleich zur Sache kommen, was? Ihr seid wegen des Zwerges hier. Iskrim. Ja, ist er im Dorf? Nein, ist er nicht. Aber ich kann euch sagen, wo er ist. Unter einer Bedingung. Bedingung? Lakaien hatte nichts von Bedingungen erwähnt. Ja, und hätte ich eine Wahl, würde ich auch keine stellen. Ich fasse mich kurz. Vor 2 Wochen sind Orks in Iskander eingefallen und sie haben es auf unser Dorf abgesehen. Unsere Miliz gibt ihr Bestes, sie uns vom Leib zu halten, aber es wird von Tag zu Tag enger. Ihr beide scheint mit einer Waffe umgehen zu können, also habe ich mich gefragt. Ob wir eurer Bürgerwehr beitreten könnten? Zeitweilig, ja. Wir müssen die Tage einen Angriff wagen, sonst ist Farlonsheim bald Geschichte. Und außerdem haben sie euren Zwerg gefangen genommen. Ihr müsst euch also ohnehin um sie kümmern, auf die eine oder andere Weise. Warum sollten die Orks euch angreifen? Zwischen Orks und Menschen herrscht seit Jahrzehnten Frieden. Tja, Liebchen, da bin ich überfragt. Ich hätte auch schon versucht, mit ihnen zu verhandeln, aber diese Orks scheinen von einem brutalen Stamm zu sein. Wer weiß... Vielleicht haben sie einfach bemerkt, dass Iskander seit dem Ende der Kriege in Chaos versunken ist und wollten die Chance nutzen. Die Orks haben Iskrim gefangen genommen? Warum? Sie waren nicht so freundlich, mir ihre Motive zu erläutern. Dementsprechend weiß ich es nicht. Aber ich vermute, dass er einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort war. Er ist nicht lange in Farlonsheim geblieben, sondern gleich weitergezogen. Um draußen in der Wildnis zu tun... wofür auch immer Lakaien ihn angeheuert hat. Aber laut einem unserer Späher ist er noch am Leben. Scheint, als hätten wir keine Wahl. Moment, nicht so schnell. Warst du nicht mal ein Korporal in der königlichen Armee? War ich, bis sie mich zum Tod durch Pfählung verurteilt haben. Erinnerst du dich? Mag sein, aber das ändert nichts an deinem Wissen, oder? Ich finde, wir sollten mit dem Kommandanten dieser Bürgerwehr sprechen und nachfragen, ob du ihm ein wenig unter die Arme greifen könntest. Als Anführer. Moment mal, Liebchen. Ihr schlagt allen Ernstes vor, dass wir einem Fremden das Kommando über unsere Bürgerwehr überlassen sollen? Vorübergehend. Hört, Madame Farlorn, ich weiß, wie das klingt, aber ihr sprecht hier mit einem erfahrenen Feldherrn. Aber das ist doch... Na schön. Vielleicht ist es ein Versuch wert. Um ehrlich zu sein, hat Kommandant Maat bislang eh kaum anderes gemacht, als die Soldaten anzubrüllen. Geht und sagt ihm, dass ich euch geschickt habe. Dann helft ihm, einen Angriff auf das Orklager vorzubereiten. Maat sagt nach wie vor, ein Vorstoß sei zu riskant. Aber wie bereits gesagt, haben wir keine Wahl. Ihr findet ihn im Osten des Dorfes, am Fuß des Berges. Ah, und eines noch. Versucht, einfühlsam zu sein. Sagt ihm einfach nur, wer ihr seid und dass ihr helfen wollt. Er hat nämlich, seine Eigenheiten. So, 3500 Gold. Nett. Kann man immer gebrauchen, ne? Ja. Nee, und wir kennen den Text schon... Was euch auch aufgefallen sein dürfte, ist, die Texte überspringen nicht mehr. Das ist dann auch teilweise tatsächlich so. Ja, bei mir hören die auf zu reden und stehen einfach so rum.
Und dann reden sie plötzlich weiter. Also ich habe das Gefühl, die haben das hingekriegt, dass die am Warten, bis beide weiter sind. Ah, das ist gut, ja. Orks am Osttor! Schüsse! Haltet sie auf! Lasst sie auf keinen Fall ins Dorf! Du bist sehr weit vorgerannt. Du hast nie auf mich gewartet. Ich finde es nicht gut. Ich dachte, wir laufen jetzt da runter. Ja, aber ich bin nicht so schnell im Laufen. Du musst ja schon sagen, wo du hin willst. Ich kann nicht so schnell klicken wie du. Na dann. Ja, ich habe einfach hingeklickt und dann habe ich nichts weiter gemacht. Gehen wir es an. Wird schon schief gehen. In ins Regen. So schnell geht das nicht. Himmel, Arsch und Wolkenbruch! Seid ihr verdammten Idioten besoffen oder einfach nur dumm? Formation halten! Was ist daran so schwer zu verstehen? Und ihr Trottel hüpft dämlich in der Gegend rum wie Weiber beim Maitanz. Jonas, kümmere dich um diesen Saustall! Und zwar sofort! Genau, Jonas. Seid ihr Mart? Clara hat mich geschickt. Kommandant Mart. Und ja, der bin ich. Was will sie? Ich bin beschäftigt. Der sieht aus wie, wie heißt er noch? Ragnar? Nee, ja genau, Ragnar 2. Björn. Ja, Björn Eisenseite. Ja, was sagen wir, eins oder? Ja, eins oder zwei. Sind wir konfrontativ oder lassen wir erstmal so ein bisschen in Ruhe? Oh, wir können konfrontativ sein. Okay. Womit genau? Mit dem Bierkrug da drüben? Lustig, lustig. Was dagegen, wenn ich später lache? Denn jetzt gerade bin ich das Einzige, das zwischen diesem Dorf und einer Horde tollwütiger Orks steht, die es dem Erdboden gleich machen wollen. Arme Orks. Sie zittern sicher vor Furcht. Sonst noch was? Ansonsten schlage ich vor, ihr kriecht zurück in die Kloake, aus der sie euch gefischt haben, bevor ich mich vergesse. Ich übernehme das Kommando. Was? Zack. Ich bin Korporal der königlichen Armee und ich bin hier, um die Milizen für eine Zeit lang zu übernehmen, um euer Ork-Problem zu lösen. Der war gut. Der war richtig gut. Richtig gut. Und jetzt verpisst euch. Seht her, die Bürgermeisterin Clara Farlon hat uns erzählt, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die Orks diesen Ort in seine Einzelteile zerlegt haben. Ihr müsst einen Vorstoß wagen und ihr braucht jemand Erfahrenen, um ihn anzuführen. Einen Vorstoß? Verdammte Scheiße, das wäre Selbstmord. Die meisten dieser Soldaten hier wissen doch noch nicht einmal, an welchem Ende sie ein Schwert halten sollen. Mit euch als Kommandant wundert mich das kein Stück. Das war ein Wort zu viel. Niemand redet so mit mir. Niemand. Hunde, die Bellen beißen, nicht was? Ihr seid mir ein großartiger Kommandant. Aber hört her, ich habe eine Idee. Es gibt da ein kleines Ork- und Goblin-Lager in der Nähe. Späher, dem Aussehen nach zu urteilen. Wenn ihr so mutig seid, wie ihr behauptet, sollte es für euch ein leichtes sein, mit ihnen fertig zu werden. Na, was denkt ihr? Und wer weiß, vielleicht werde ich es sogar in Betracht ziehen, euch für eine Weile zu meiner rechten Hand zu machen, wenn ihr euch gut schlagt. Viel Glück, Korporal. Sterbt nicht. Wie ihr dich gerade einfach runtergeschlagen habt. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Ich würde sagen, dann machen wir nochmal schnell die Goblins platt, wa? Ja, auf jeden Fall. Sicher doch. Goblins jagen. Elendswasser. Dieser Kerl spielt doch Spielchen mit uns. Tut er. Aber vorerst sollten wir mitspielen. Sicher doch. Macht euch bereit. Na dann. Gehen wir's an. Oh, verdammt. Ich brauche Heilung. Wird schon schief gehen. Noch einer. Das wird lustig. Sie haben einen unserer Helden getötet. Ups. Macht euch bereit. Taha, nein. Nein, nein, du wirst hier nicht sterben. Steh auf.
das denn? Aha. Jawohl. So, noch nicht das erste. Wir müssen auf die andere Seite noch. Ich habe den Gottstein schon verlinkt. Ach, da ist auch ein Gottstein, okay. Klingt gut. Rennen, rennen, rennen! Wir werden schneller sein! Den wir vorher schon besiegt. Wird schon schief gehen. Gehen wir es an. Macht euch bereit. Gut, aber... Helm der Rotte. Ich glaube, der war gar nicht so schlecht. Hallo? Sicher doch. Gut. Jetzt habe ich einen tollen Helm. Da lang? Erfolg. Sicher doch. Alles klar. Beide Lager sind neutralisiert. Gehen wir zurück zum Kommandanten. Ich kann's kaum erwarten. Klingt gut. Bereit? Mhm. Ich habe mich um die Orklager gekümmert. Schwachsinn! Ihr? Ganz alleine? Ach, drauf geschissen. Ist mir egal. Nie im Leben werde ich einen Fremden meine Milizen übernehmen lassen. Nicht für eine verfickte Minute. Verfickte Minute gesagt. Der hat das F-Wort benutzt. Hm. Sollen wir auf seine Ehre pochen oder auf unseren Namen? Lass uns mal ein bisschen egoistisch sein. Okay. Gut, genug von diesen Spielchen. Ich bin der Sohn Isamu Tahars, Anführer der Magier-Rebellion. Und wenn ihr nicht augenblicklich kooperiert, werdet ihr es bereuen. Mehr als das. Eure Entscheidung. Tahar? Tiaras Atem. Ihr meint es ernst, was? Gut, die Sache ist gegessen. Wenn Clara Farlon allen Ernstes mit der Ausgeburt einer Kloake wie euch kooperiert, dann habe ich hier sowieso nichts mehr verloren. Verrottet in den Klauen Noahs Schänder. Hm, ich wusste gar nicht, dass du stolz auf diesen Titel bist. Aber gut, es hat funktioniert. Ihr habt es also tatsächlich geschafft, Mart zu überzeugen. Hm, ich bin beeindruckt. Auch wenn es eine Schande ist, dass er uns verlassen hat. Er war mal ein guter Mann, wisst ihr? Aber als das mit seiner Tochter passiert ist, das hat ihn einfach gebrochen. Was ist mit seiner Tochter passiert? Reden wir nicht darüber. Es tut nichts zur Sache. Aber wie dem auch sei, ich bin froh, dass unser Plan aufgegangen ist. Jetzt sorgt dafür, dass ich es nicht bereue. Ich werde die Dorfbewohner wissen lassen, dass ihr jetzt das Kommando habt. Gut. Ich werde einen Angriff auf die Orks vorbereiten. Ja, und eines noch. Vergesst nicht, was auf dem Spiel steht, in Ordnung? Diese Truppen, die ihr in die Schlacht schicken werdet, sie sind Söhne, Töchter, Brüder und Schwestern. Und sie werden euch vertrauen, weil ich es tue. Ich werde mein Bestes geben. Seht zu, dass das ausreicht. Einhalten, Haltungen und Fähigkeiten. Eine RTS-Einheit verfügt über Haltung und Sonderfertigkeiten. Diese können im Einheitensteuerungsfenster verwendet werden. Aktiviert. Aktiviert die Haltung links, um einen Aspekt des Verhaltens der Einheit zu ändern. Haltung können jederzeit deaktiviert werden. Einige Haltungen gehen auf Kosten des Fokus. Sonderfähigkeiten kosten Fokus, wirken sofort und haben eine Abklingzeit. Der Vorposten wurde errichtet. Wir haben unsere Grenzen ausgeweitet.
So, das bedeutet, jetzt geht's kämpfen los. Ah, Außenposten wurde gebaut. Kannst du mal bitte die... Ja? Lass uns mal hier rechts hingehen. Hier rechts? Also an die Front sozusagen? Ja, weil da werden die als erstes auftauchen. Das denke ich auch, ja. Macht Sinn. So ist das einfach. Lass mich mal eben das Ganze in aktivieren hier. Ach, da ist ja schon ein Steinbruch da unten. Wir müssen mehr Holz sammeln, Kommandant. Ich will auch bald ein Stadtzentrum haben direkt. Wir haben auch eine kleine Armee hier. Gebäude fertiggestellt. Worum geht's? Ja. Also, wie ist der Plan? Baracken haben wir noch nicht, ne? Nee, wir haben noch keine. Wir haben noch keine Kaserne. Ich muss erstmal dafür sorgen, dass die Wirtschaft anfängt. Die Siedlung hat ja gar nicht. Hat ja. Wir haben zu wenig Leute. Und zu wenig, erstmal zu wenig Zeug. Deswegen müssen wir erstmal warten. Und das Post, der Posten wird ja gerade erst aufgebaut hier vorne. Mehr Holz sammeln, Kommandant. Holz, Holz, Holz. Bitte nicht abziehen, die Leute. Du brauchst mindestens einen Freien, damit die Sachen holen können. Wer sagt das? Das Spiel. Stimmt doch gar nicht. Es hat doch so funktioniert. Ja. Oh, wir haben nicht mehr Leute bekommen. Warum nicht? Achso, wir müssen auf Tech-Stufe 2, glaube ich. Angriff. Aha. Da hat irgendwer gesagt, stirb. Da lang? Jetzt haben wir ein bisschen Ressourcen. Dauert nur eine Sekunde. Na dann, los geht's. Ich glaube, wir müssen gleich speichern. So schnell geht das nicht. Na dann. Denkt an, hier sind Leute gestorben. Wir haben gerade einen Kampf gegen Orks. Sicher doch. Gehen wir es an. Macht euch bereit. Wird schon schief gehen. Gehen wir es an. Na dann. So
Gehen wir's an. Was für eine Schlacht, ey. Ja. Kargots Schild und seine Axt. Gut. Kaserne ist auch schon fertig. Werden schon direkt Leute produziert. Ach so. Wenn wir 20 Nahrung haben, dann können wir auf Stufe 2 gehen. Mhm. Ach, hast du schon gemacht? Jo, wird direkt eingeleitet. Und dann können wir nämlich die Außenposten aufrüsten und haben mehr Leute und können mehr Sachen bauen. Oh, das ist ein neuer Punkt, den wir erobern können. Ja. Vorsichtig gucken, ob da irgendwas ist. Mhm. Yep, da ist eine feindliche Armee. Schnell weg hier. Kommandant? Jawohl. Alter Schwede. Macht euch bereit. Klingt gut. Wird schon schief gehen. Na dann. Alter, was hast du denn da ausgelöst? Macht euch bereit. Meine Superattacke. Kann übrigens auch einfache Gegner wiederbeleben. Macht euch bereit. Gebäude fertiggestellt. Na dann. Wird schon schief gehen. Oh, es läuft doch. Interessant. Wow, shit. Wow. Ein bisschen übertrieben, ne? Hm? Ja. Super, in dem Moment bewegst du dich vor. Heilung für den Arsch. Ja, aber auch eine größere Armee, sonst kriegen wir das nicht. Mhm, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, jetzt muss er wirklich speichern. Okay. Wo dann noch da. Sollen wir mal gucken, ob wir das dann nebenbei noch hinkriegen, die Nebenquests zu machen, weil jetzt können wir das ja ruhig machen, ne? Ja, die werden wir doch machen, auf jeden Fall. Fangen wir die Nebenquests an und dann so nach und nach. Kann man ja auch später machen, wir müssen ja nicht direkt das Land verlassen. Gut. Ja. Dann danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Schon wieder Kampf. Ja. Macht euch bereit. Soll auch irgendwie Pause-Modus geben, aber es gibt keine Pause. Gut. Ach hier. Ach, das ist ja interessant. Wo hast du das denn gefunden? Ein Menü. Da ist eine Pause, Spielpause-Menü. Das kann man aber, kann man aber nicht oft machen. Kann man nicht? Nee. Oh. Man kann nur 3 Spielpausen für eine Minute einstellen. Wenn man sich mal kurz bereden muss zum Beispiel, weil ein Notfall eintritt. Ja. Jo. Gut. Jetzt zurück zum Hauptmenü eher, ne? Genau. Sie haben einen unserer Helden getötet. Nein! Stand da noch oben alleine. Oh toll, was steht die denn da oben rum? Die ich, da habe ich sie nicht stehen lassen. Vielleicht sind da auch hingelaufen.
Ja. Ach, damn it. Wollte unbedingt gegen die Gegner kämpfen. Jo. Oh, aber... Hat heldenhaft nichts geschafft, weil sie einfach überwältigt wurde. Es waren viel zu viele. Weißt du, was toll ist? Die Aufnahme läuft noch. Ich habe nicht Aufnahmeende gedrückt. Toll, super, dann können wir es auch schön sehen. Naja, gut. Jetzt aber Ende. Wieso lief denn die Aufnahme noch? Hab ich nochmal gedrückt? Hm. Ja, cool. Wir haben übrigens ein neues Achievement freigeschaltet. Finde ich echt bitter. Warte mal, ich habe hier Frame Drop. Jetzt geht's wieder. Gerade eben stand das Bild. Bist du noch da? Ja. Gut. Ist immer so, wenn man Spiele beendet, dann reißt das alles mit runter. Ja, wenn sie dann ausmachen, abstürzen, ne? Mhm. Ist auch irgendwie immer sehr merkwürdig. Ja, das ging noch. Weißt du schon, wann es nächste Woche losgeht? Ja, Moment. Kann ich fast genau sagen. Da können wir wieder um 20 Uhr. Okay. Jo. Dann würde ich sagen, schönen Abend noch. Jo, und bis zum nächsten Mal. Dido. Tschüss. Dido. So. Ja, war cool. Können wir definitiv wieder machen. Ja, und... Geil, das heißt, wir haben gerade mal 20, so 15 Minuten Spielzeit gehabt. Ah, es ist. Naja, es ist halt so. Gut, dafür haben wir hingespielt, dann geht's beim nächsten Mal ordentlich weiter in der Story. Und wir haben herausgefunden, Großteil der Bugs sind verschwunden. Und das ist gut. Bin mal gespannt, ob die Rechtschreibfehler und Grammatikfehler, die wir gesehen haben, beibehalten worden sind oder ob die auch polished sind. So, ich sag auch danke fürs Zusehen und morgen geht's weiter mit Assassin's Creed. Ebenfalls um 20, ja doch, 20.30 Uhr, gleiche Uhrzeit. Gut, bis zum nächsten Mal. Bye bye.